Wir waren schon mal hier. Am Montag. Herzlich willkommen, live an Pias Bienenstand. Pia ist da, Gerhard ist auch da, zehn Milben, nicht stören. Laura ist am Chat, schreibt euch was. Und ich bin Martin, ich halte hier eine Kamera und wir legen los mit Pia. Hallo. Hi. Wir haben heute Tag 2 unserer Spätsommerpflegemethode teilen und behandeln. Und bevor wir in die technischen Details fürs Mitmachen des Feldversuches gehen, noch mal kurz, damit alle da sind. Guck mal hier schnell, Martin. Wir haben vor 2 Tagen in einer wieder X-Large-Folge, die den Eindruck hätte vermitteln können, dass das sehr umständlich ist, aber wir reden ja immer so viel. Deswegen haben wir uns heute vorgenommen, also ich rede jetzt mal heute weniger, sondern arbeite, damit man sieht, dass es tatsächlich relativ schnell geht alles. Wir haben vor 2 Tagen, das war Tag 0, der 25.07., Wirtschaftsvölker, die aus unterem und oberem Brutraum bestehen. Das geht, haben wir besprochen, auch mit einem Brutraum. Voraussetzung ist, dass ihr gleich große Rähmchen überall habt, auch im Honigraum. Das ist unser Honigraum. Und da haben wir einfach Folgendes gemacht. Wir haben alles auseinandergenommen und haben dann auf den originären Boden, also den hier unten, haben wir unseren Honigraum gesetzt. Der Gerhard hat fast alle Königinnen gefunden. Unter Aufbietung letzten Gramms Muskeln, weil die ihn da hinten gleich total verkloppt haben. Wir gucken mal, wie es heute ist. Und dann haben wir hier oben die 2 Bruträume hingesetzt. Und dabei ist es relativ egal, ob ihr die dunklen oder die hellen oben oder unten habt. Wenn zu erwarten ist, dass noch Tracht reinkommt, dann würde ich die helleren Brutraumwaben eher nach oben tun, weil die Bienen das immer oben einlagern. Und wir möchten ja auf eine Zarge reduzieren, aber nicht jetzt, sondern erst. Der obere Brutraum wird uns erst wieder behelligen, 21 bis 28 Tage nach der Teilung. Da haben wir einen Termin, den ihr, wenn ihr die Glocke gedrückt und was weiß ich, ich verstehe das also alles nicht, was ich hier erzähle. Abonnieren und abonnieren. Die Glocke drücken und dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn es soweit ist. Genau, wenn also ungefähr 3 bis 4 Wochen nach dem 25.07. nach vorgestern ist, dann kommt dieser Schritt. Heute haben wir einen Schritt, Tag 2, Nachteilung, in dem wir uns beschäftigen eigentlich nur mit dem unteren Volk. Das untere Volk sollte jetzt bestehen aus der Königin, die wir da reingesetzt haben, plus ziemlich viele Flugbienen. Und die Königin hat in der Regel schon gestiftet. Aber es kann ja unmöglich sein, dass da verdeckelte Brut drin ist. Deswegen ist das jetzt die richtige Methode oder der richtige Zeitpunkt, um gegen die Varroamilben was zu tun, und zwar mit Oxalsäure. Das Charmante an der Methode ist, dass ihr keine passende Temperatur braucht, wie bei Ameisensäure, keine Sorge haben müsst, dass große Schäden auftreten, wenn es zu warm ist, keine große Sorge haben müsst, dass es nicht funktioniert, wenn es zu kühl ist. Oxalsäure ist einfach viel praktischer, allerdings hat es ja immer die Voraussetzung, dass ihr Brutfreiheit habt, und das ist eine einfache Methode. Willst du noch was sagen zum Mitmachen? Ja, oder du kannst auch. Wir können das ja gerade gemeinsam rausfinden. Also, wir haben uns überlegt, wir nehmen euch mal mit bei der ganzen Geschichte. 922 Milben. Und zwar würden wir gerne im Rahmen eines Feldversuchs ein bisschen Daten sammeln. So, weil nur mit Daten kann man gute Aussagen treffen. Nein, wir sammeln einfach mal Daten. Und deswegen interessiert uns jetzt zum ersten Schritt. Pia, was interessiert uns? Jo, wir erzählen erstmal, der Martin hat schon wieder die ganze Vorarbeit gemacht und bei Google Formulare. Ich habe ein Formular erstellt, weil man dann nämlich Bilder hochladen kann, genau, ohne dass es direkt auseinanderfällt. Genau, wo man seine Daten eintippen kann und auch ein paar Bilder, die uns helfen würden von dem, was ihr da so treibt. Also von euch persönlich, könnte natürlich auch, freuen wir uns, aber in erster Linie von eurem Boden und eurer Gemülldiagnosewindel. Das haben wir beim letzten Mal vor 2 Tagen besprochen, dass es sehr wichtig ist, wenn ihr die Völker auswählt, die Wirtschaftsvölker nach der Honigernte fürs Teilen, dann habt ihr eigentlich 2 Voraussetzungen. Erstens, die Völker müssen eine gewisse Volksstärke haben. Wenn ihr nur 5000 Bienen drin habt, dann ist das quasi zum Scheitern verurteilt. Deswegen würden wir gerne ungefähr wissen, wie stark eure Völker sind. Das geht ganz einfach, indem ihr zum Beispiel
ein Foto von oben und von unten in jede der 2 oder 3 Zagen macht, die ihr da habt. Also einfach, wenn abends alle zu Hause sind, der Martin hat es schön beschrieben, dann ein Foto oben, Zage ankippen, ein Foto unten, dass wir vollflächig die Wabengassen sehen können. Und dann kann der Gerhard mit seiner Erfahrung ungefähr abschätzen, wie viel 1000 Bienen das sind. Wer es genauer haben will, macht Populationsschätzung. Ich habe die Anleitung und ich stelle auch noch ein Excel-Dings zum Eintragen, wo sich alles selbstständig errechnet, stelle ich noch auf die Dropbox. Das habe ich schon wieder das schöne Brettchen vergessen. Ja. www.piaaumeier.de, der Martin hat es verlinkt. Und da gibt es den Ordner Aktuelles. Und im Ordner Aktuelles steht jetzt seit heute der Ordner Feldversuch teilen und behandeln. Und da sind die Sachen drin, die ihr dafür brauchen könnt und die wir auch regelmäßig brauchen, um die Stärke von Völkern und sowas besser abschätzen zu können. Zweiter Punkt ist, die dürfen nicht zu viele Milben haben. Deswegen möchten wir gerne wissen, wie viele Milben ihr innerhalb von 3 Tagen auf der Windel habt. Dann teilt ihr das durch 3, dann ist es der tägliche natürliche Milbenfall. Auch das haben wir letztes Mal besprochen, wie es richtig geht. Und das macht der Gerhard gerade. Er zählt so spaßeshalber. Er hat es auch schon vorher gemacht. Wir haben ja jetzt schon geteilt und er verfolgt das Ganze eben weiter. Genau, und wir wollen sozusagen einmal Daten erheben, jetzt bevor man sozusagen startet. Bevor ihr teilt, genau. Wann erheben wir das nächste Mal? Ich glaube, ich fülle das mal in den nächsten Tagen auf, sodass man dann sieht, du hast es so schön bis jetzt vor der Teilung, sollen sie Foto und Varroa. Mhm. Dann zur Teilung mache ich noch eine Beschreibung, da würde uns interessieren, Witterung oder sowas. Davon hängt es ja ab, wie gut der Flugling sich bildet. Welche Königin setzt ihr unten rein? Eine neue, haben wir letztes Mal besprochen. Oder die alte Granate, geht auch. Kann man ja auch später im Oktober erst austauschen. Mich würde interessieren, gut, dass es alles aufgezeichnet wird, weil heute Abend fällt es mir nicht mehr ein, ob ihr die Königin auf Anhieb finden könnt. Also das ist ein großer Knackpunkt, gerade für Jungimker, dass sie die Königin nicht finden. Da haben wir eine Lösung euch letztes Mal vorgeschlagen, mit einfach erstmal eine Brutwabe unten rein und später die Königin suchen. Das macht der Gerhard ja heute bei 3 Völkern, beziehungsweise ich, weil wir die auch nicht gefunden haben bei 3. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise findet der Gerhard tatsächlich, ich lege meine Hand ins Feuer, innerhalb von 30 Sekunden, jede Königin in jedem Wirtschaftsvolk und ja, hat halt letztes Mal, war er beschäftigt. Jo, okay. Genau, so, dann. Und dann das letzte, Brutling, gibt es noch eine weitere Erfassung und wir werden wahrscheinlich euch nicht so schnell aus den Fängen lassen. Keiner muss mitmachen, gell? Jederzeit könnte sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber es ist total spannend, was da immer rauskommt, wenn auch andere Leute mal mitmachen. Da kommen wir erstmal auf Ideen, die wir vielleicht noch nicht hatten oder ihr stolpert über Probleme, die wir auch gar nicht hatten. Deswegen, also es ist wichtig, dass ihr uns da Rückmeldung gebt. Wir werden das auch Anfang des nächsten Jahres nochmal dazu was fragen, wie gut die ausgewintert sind. Im Oktober zeigen wir euch einen vierten Schritt, der euch dann dabei helfen soll zu entscheiden, sind die Völker stark genug für den Winter? Wenn nicht, was macht man damit? Die vereinigt man, woher kriege ich noch eine junge Königin für den Flugteil unten? Das kommt alles noch. Erstmal jetzt haben wir geteilt, das könntet ihr jetzt dann nachmachen. Und heute kommt der Schritt 2 mit Behandlung des Fluglings. Und dann sehen wir uns in 2,5 Wochen oder sowas für Schritt 3. Genau, und dazwischen schon mal als kleine Ankündigung, am 10.8., glaube ich, wenn nichts schief geht, machen wir noch eine kleine Wohlfühlfolge zu Jungvölkern und Ameisensäurebehandlung. Und ja, genau. Da gucken wir mal wohin, wahrscheinlich nicht hier, aber irgendwo werden wir was finden. Woanders gehen wir mal wieder. Genau. Ich verweise noch mal drauf, ihr abonniert den Infobrief des Bieneninstitutes Celle. Da hat der Otto Böcking nämlich in seinen Worten und wie üblich mit ganz tollen Grafiken, der Mann macht immer so tolle Grafiken, das beschrieben, was wir ja gerade mit euch hier machen, das Teilen und Behandeln. Er war mitbeteiligt an einem Projekt, wo wir das entwickelt haben. Und ich habe für die Schweizer Bienenzeitung die aktuellste Version einer Beschreibung, das sind 4 Seiten gemacht, wo ihr auch ein paar wissenschaftliche Daten zum Thema Volksstärke und sowas habt. Und hier das Schema, wir sind jetzt gerade bei
Schritt 2 und ihr seht, wir haben die Völker jetzt gerade nicht nebeneinander stehen, sondern übereinander, weil hier irgendwie kein Platz mehr ist, sie nebeneinander zu stellen. Aber wir haben auch besprochen, ihr könnt sie natürlich jetzt heute am Tag 2, könntet ihr die Brutteile runternehmen und irgendwo daneben stellen. Da müsst ihr nicht immer runterheben, wenn ihr unten dran müsst. Alles schön ausführlich beschrieben, das findet ihr auf der Dropbox im Ordner Aktuelles, im Ordner Feldversuch. Jo. Also wenn ihr mitmachen wollt, wird so 2-3 Mal werden wir euch mit einer kleinen Umfrage quälen, wo ihr dann Sachen eingeben könnt. So, Laura, wenn du möchtest, kannst du, glaube ich, den Link schon mal in den Chat schmeißen, wer irgendwie schon ganz dringend mal gucken möchte, was wir da für euch haben. Und ja, ansonsten einfach hier weiter den Kanal verfolgen und dann werdet ihr alle wichtigen Sachen irgendwie erfahren. Sollen wir noch was ausloben für alle, die mitmachen? Ruhm und Ehre. Ich kriege einen persönlichen Ruhm Tag und mit Ehre. Dr. Lieben. Du sagst mir mal nicht die Königin. Ja, mach schön. Ich mach noch. Da sind auch ein paar schon behandelt, gell? Da musst du mal zeigen, die Windel, was da runtergefallen ist. Dann. So, also Pia legt jetzt mal los mit der Behandlung. Ein bisschen persönliche Schutzausrüstung. Und eigentlich sollt ihr, also vorgeschrieben ist so eine Maske, es wird immer empfohlen, eine FFP3-Maske, also noch was diffizileres. Es werden empfohlen säurefeste Handschuhe, das sind die dicken Dinger, mit denen man überhaupt nichts mehr heben kann. Und natürlich keine nackten Arme und eine Schutzbrille. Ich finde, ich habe eine Schutzbrille. Ich finde, dass da reicht Dicke. Wenn kein Wind weht wie heute, habe ich in der Regel noch nicht mal eine Maske. Und dass ich die säurefesten Handschuhe nicht zum Arbeiten nehmen kann, ist auch irgendwie klar. Oxalsäure ist keine Nivea-Creme. Passt auf, das sprüht ihr euch nicht in die Augen, wenn es geht. Und ihr trinkt es auch nicht als Limo. Aber ansonsten sind halt Leute, die euch diese Sicherheitsvorschriften so anempfehlen, immer ganz, ganz vorsichtig. Aber es gibt auch Untersuchungen dazu, dass ein Imker jeden Tag 8 Stunden mit Oxalsäure Dampf behandeln kann, hat letztens jemand in einem unserer Multiplikatoren-Webinare schön beschrieben, vom Deutschen Bienenjournal, das ist das alles mal recherchiert. Also nicht übertreiben. Ihr guckt halt, dass ihr euch nicht verletzt und dann passt das. Genau. Werde ich jetzt wieder einen Shitstorm? Nein, Eigenschutz ist wichtig. Ja. So. Gerade hat er noch hier so eine riesen Rauchwolke erzeugt. Ja, doch, ist noch an. Na gut. Jo. Wir gucken uns die wir schon früher geteilt haben, nicht vorgestern, dann danach noch an. Die sind schon ein bisschen älter. Würde mich auch interessieren, ob die noch Futter brauchen. So, aber du zeigst jetzt erstmal, wie es regulär läuft. Hört man mich? Ja. Wenn der Gerhard gleich fertig ist, dann kommentiert er auch. Und er ist, glaube ich, heute gut drauf, sodass er auch Fragen und so. Bestimmt. Alles, was euch einfällt. Das kriegen wir bestimmt hin. So, müssen wir schon. Oh, ich muss den Gerhard. Guck mal, ihr könnt mal zuhören, wie Gerhard. 11 U hat 44 Milben. In wie vielen Tagen? Weiß ich jetzt nicht. Ach so. Weil die sind ja unterschiedlich behandelt worden. Das ist draußen im Computer dann. Ne? Also ich stelle nur die Milbenzahl fest. Spreche auf Diktiergerät, damit ich nicht aufschreiben muss. Und wenn ich was sehe, also was Besonderes sehe, wird es auch auf Diktiergerät gesprochen und zu Hause dann in der Excel-Tabelle eingetragen. Mhm. Mhm. Ja, also die Rohdaten in die Excel-Tabelle eintragen. Und dann Excel ausrechnen lassen, was man braucht, ja? Okay. Bis mal kurz gucken. Kommen dann auch so Bemerkungen, darf ich weiter? Du kannst weiter erzählen, ja. Da kommen auch so Bemerkungen rein, nur dunkle Milben, ja? Oder viele helle Milben und so weiter. Weil das ist für die Interpretation, für die Erklärung der Zahlen dann irgendwie hilfreich. Tada. Sehr schön. Wenn es so aussieht, hat der Flugling sich gut gebildet. Ja, genau. So, wir gehen ein bisschen in Deckung. Da war der Käfig, hat es rausgenommen, ja? Hier ist Käfig er. Ist raus, ja. Genau. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich hier nirgendwo. Ja. So. Oh ja, im Gegensatz zum Montag ist es hier echt heute sehr schön windstill.
Ja, gell? Ich mache das Volk 1 nochmal auf, ne? Da habe ich ja die Königin nicht gefunden, gell? Ja, das wollte der Chat auch gerne. Und der Chat fragt auch, ob du dich gut erholt hast von den Stichen. Ich bin nicht krank gewesen. Hatte keine Folgen. Ja, Gerhard, trotzdem waren unsere Zuschauer sehr besorgt. Ach ja. Möchte ich sagen. Und ich habe auch ein paar persönliche Nachrichten bekommen, die sich nach deinem Wohlbefinden erkundigt haben. So, die Königin ist auch da und hat schon Eier gelegt. Ich sehe es nicht. Hier nicht, hm? Naja, nö. Aber man sieht schön die benetzten Bienen hier. Oh. Also Gerhard, dir geht's gut. Achso, erzählt. Ich störe mal lieber nicht. Irgendwie ist mein Raucher verstopft. Ja, Hanna hat gefragt, ob statt Oxalsäure sprühen auch eine Fangwabe im Flugling ginge. Da muss der Gerhard was zu sagen, der hat es ausführlich geprüft. Ui, ja, dann lassen wir ihn erst zu Ende die Milben auszählen. Und ich kann schon andeuten, er war enttäuscht. Nicht enttäuscht, sondern ich war zufrieden mit dem Ergebnis, dass es scheiße ist. Gerhard, dass es nicht so gut ist. Volk 12 Uhr hat 14 Milben. Und wenn ich schon gezählt habe, sollte ich zuerst die Daten aufschreiben. Ja, ne? Ja. Nee, also wirklich Fangwabe, das funktioniert nicht so gut. Was hast du denn genau untersucht? Vielleicht? Ja, ich habe also alle möglichen Sachen untersucht. In sonst brutfreien Völkern, verdeckungsreife Tonbrut eingesetzt, also Tonbrutwaben, verdeckungsreife Arbeiterinnenbrutwaben eingesetzt, vorher die Königin eine bestimmte Zeit lang, also wir brauchen ja nur 3 Tage auf so eine Wabe einzusperren, wenn sie also viele Eier legt, und dann gibt es eine komplette Brutwabe, die man als Fangwabe nutzen kann. Und die wirken, es lohnt sich nicht. Gerhard, besonders beim Teilen und Behandeln. Da ist dieses Behandeln mit Oxalsäure viel schneller und sicherer erledigt und führt zu einem besseren Erfolg. Wobei man auch hier Fehler machen kann. Ja, wenn die Bienen fliegen, werden die Bienen, die draußen sind, natürlich nicht behandelt. Ja. Ja. Das heißt, man sollte das nicht gerade mittags an einem schönen Tag... Nein, man macht es eigentlich entweder am frühen Morgen, bevor der Flugbetrieb einsetzt, oder am späten Abend nach Einstellen des Flugbetriebes. Ja. Gerhard, könntest du vielleicht einmal ganz kurz erzählen... Was ist denn eine Fangwabe? Wir haben ja eine Fangwabe ist eine, oder was ist eine die Wabe Idee? Mit offener Brut. Ja. Ja. Nee, es war ja eine der ersten Methoden mit das Spannwabenverfahren. Ja, dass man die Königin also als Antivarroa-Behandlungs- oder Varroa sagen wir den Varroa-Befall drücken, Bannwabenverfahren, dann sperrt die Königin auf eine Wabe ein. Das existiert ja auch heute noch, ja. In einer Bannwabentasche, sodass sie nur dort Eier legen kann. Und das bedeutet letztendlich, die braucht 3-4 Tage, je nachdem wie stark das Volk ist und zu welcher Jahreszeit man das macht, bis sie so eine Wabe komplett mit Eiern bestiftet hat. Mhm. Ja? Und wenn man jetzt die Königin dann auf die nächste Bannwabe sperrt für 4 Tage und dann auf eine dritte Bannwabe sperrt für 4 Tage und dann läuft irgendwann mal, ist die andere Brut, die man, bevor man die Königin auf die erste Bannwabe gesperrt hat, angelegt war, ausgelaufen. Und dann können die Milben nur in die Brut der Bannwaben, die auf den Brut. Und sobald die verdeckelt sind, nimmt man die raus und hat damit die Milben weggefangen. Und wenn man das jetzt 3 Wochen lang macht oder auch 4 Wochen lang macht, hat man so einen Behandlungserfolg. Aber was macht man mit der Brut? Die wurde dann immer vernichtet, eingeschmolzen. Wird ja auch heute noch empfohlen, die einzuschmelzen. Auf die kommt's. Also das ist zu schade. Da ist es besser,
dieses Verfahren teilen und behandeln. Da geht keine Brut kaputt, also nur die kranke Brut natürlich. Von Varroa zu stark befallene Brut geht kaputt oder Bienen gehen kaputt. Aber hat man hier beim Teilen und Behandeln dann ja auch noch, also die Brut wird genutzt beim Teilen und Behandeln. Dann kommt ja noch hinzu, dass man letztendlich bei den beiden Teilvölkern zwei Königinnen hat. Mhm. Und man die Kraft von zwei Königinnen nutzen kann, um die Winterbienen zu produzieren. Und zwei Königinnen produzieren mehr Winterbienen als eine Königin. Häufig sind die beiden Teilvölker im Oktober so stark, dass man sie nicht wieder vereinigen muss. Aber dann hat man doppelt so viele Völker. Ne? Ja. Das ist das Problem des guten Imkers, dass er immer so viele Völker hat. Und beim Bannwabenverfahren, beziehungsweise ja, beim Bannwabenverfahren, man kann auch als Bannwabe Drohnenbrut einsetzen. Das wurde auch gemacht, um zu gucken, ob die Drohnenbrut mehr Milben fängt. Und hat man anfangs geglaubt, dass die Drohnenbrut einen Stoff enthält, der die Milben anlockt, weil Drohnenbrut stärker befallen wird als Arbeiterinnenbrut im Vergleich. Ja. Stimmt tatsächlich, aber das liegt nicht daran, dass die Drohnenbrut attraktiver ist oder irgendwas aussendet, was die Milben anlockt, sondern es liegt einfach daran, dass die Drohnenbrut intensiver gepflegt wird von den Ammenbienen als die Arbeiterinnenbrut. Männer brauchen mehr Pflege, das ist auch anderswo so, bei anderen Tierarten so. Und das ist, löst dann quasi aus, wenn die Varroa-Milbe, die auf der Ammenbiene sitzt, mit der Ammenbiene, an ihrer Biene groß geworden ist, dann das ist ja, die braucht ja niemanden zu suchen, sondern sie schlüpft mit ihrer Wirtsbiene, die Varroa-Milbe, und wartet einfach ab, bis ihre Wirtsbiene als Ammenbiene verdeckungsreife Brut aufsucht und die füttert. Ja, das ist also ganz simpel. Die steigt um. Was? Die steigt um. Die steigt um, sagt sie. Ich habe es nicht festgestellt. Jetzt muss ich noch mal einmal nachfragen. Was war jetzt? Also die Bannwabe. Nee, das, was Pia gerade meinte. Die Gerhard oder Pia, du hattest gesagt, die Varroa-Milben steigen auch um. Ja. Ne? Das kommt auch vor. Ja. Verhalten sich relativ flexibel. Und nicht nur nach Schema F, ist ja auch logisch. Ne? Ich zähle weiter, ja, so nebenher. Ja, okay, dann, dann zähl erstmal wieder ein. Ich lasse mal Pia da kurz damit hier weitermachen. Damit ich heute fertig werde. Das kriegen wir bestimmt hin. Ich löcher Gerhard einfach gleich weiter mit Fragen. So, oh, ich stehe im Weg. Kriegen nur ein kleines bisschen, weil sie schon Futterwaben drin haben. Mhm. Nicht zu viel füttern. Und ordentlich Gemüse in die Tasche, sehe ich da. Ordentlich Gemüse, das Anti-Varroa-Gemüse. Was Pia vorhin mit einer Blechschere geschnitten hat, weil irgendwer die Rosenschere stibitzt hat. Ich war ein bisschen entsetzt, aber naja, wenn es funktioniert, ist doch gut. So, Pia, du hast jetzt den da fertig, deswegen jetzt frage ich dich kurz hier. Die haben genug zu essen hier oben. Ja. Wie war das jetzt mit dem Umsteigen? Du hast gerade gesagt, halt, stopp, falsch oder so. Ja, also weil der Gerhard meinte, guck mal, hier ist eine solitär lebende Wespe in meinem Wasser unterwegs gewesen. Ist es ein Bienenwolf? Nee, ich glaube nicht. Wer kennt sich aus? Wir können ja mal in den Chat fragen. Aus. Sieht auf jeden Fall ziemlich feucht aus. Hat einen dunklen Kopf irgendwie. Ja, der Bienenwolf hat so einen dicken Schädel dann. Warte mal, ich muss ihn mal ein bisschen trocknen. Guck mal hier. Die können ja alle nicht richtig stechen. Insofern. So. Hier willst du ihn mal hier. Der will nicht absteigen. Ja, nee, das ist alles gut. Dass er hier auf den Oxalsäure-Handschuhen, aber eigentlich sind die ja auch gar nicht hier. Guck mal, hier ist er. Ja. So, was sagen unsere
Zuschauer. Sehr hübsches Viech. Was haben wir hier? Strich hier drauf. Geht nicht, ne? Der Barcode-Leser liest es nicht, oder? Oh, wir können... Entschuldigung, Pia, jetzt nochmal. Was war mit Milbe umsteigen? Nee, Biene umsteigen. Im Labor haben wir, ich habe ja Jahrzehnte damit zugebracht, rauszufinden oder zu versuchen, eine Varroa-Falle auf chemischer Basis zu generieren, sodass man so eine Pheromonfalle hat oder eine Chiromonfalle würde das in dem Fall heißen, die man ins Volk packt und da hüpfen begeistert alle Milben rein und wir haben kein Problem mehr. Daran, dass weder ich noch das Bieneninstitut in der Schweiz noch andere Forscher sowas auf den Markt gebracht haben, könnt ihr sehen, dass es alles offenbar viel komplexer ist, als wir uns auf Anhieb vorgestellt haben. So einfach lässt sich die Varroa-Milbe nicht mit Lockstoffen anlocken. Dabei haben wir aber sehr nette Versuche gemacht. Man muss, hat der Gerhard natürlich recht, immer vorsichtig sein, wenn man Versuche aus dem Labor in die Praxis übertragen will. Aber damit man ein kleineres, einfacheres System hat, macht man halt zuerst im Labor. Da haben wir zum Beispiel kleine Kästchen gehabt mit definiert alten Bienen, frisch geschlüpften mit Milben drauf, etwas älteren Ammen und dann noch älteren Flugbienen. Und was macht die Milbe schlauerweise? Die verlässt innerhalb weniger Stunden die Jungbiene, auf der sie geschlüpft ist, und geht auf eine Ammenbiene, sehr logisch, weil die sie ja wieder in die Brutzelle bringt, wo sie sich vermehren kann. Und sobald eine Ammenbiene droht, jetzt so alt zu werden, dass sie zur Flugbiene wird und dann ja wahrscheinlich bald draußen verlustig geht im Magen eines Vogels oder sowas, ist die Varroa-Milbe auch so pfiffig und steigt wieder zurück auf die Ammenbienen, auf die etwas jüngeren. Also sie guckt immer, dass er auf dem passenden ist. Und wir konnten herausfinden, dass es sich wahrscheinlich um Duftstoffe handelt, anhand derer sie die richtige Biene für sich erkennt. Und aber auch Temperatur, Körpertemperatur. Die Bienen unterscheiden sich in der Körpertemperatur. Und total spannend, nur es hat keine Umsetzung in eine Falle gefunden. Hat noch keiner richtig hingekriegt. Das wäre zu komplex, glaube ich. Insofern habe ich gesagt, als er meinte, eine Milbe sitzt dann halt ein paar Tage sinnlos auf der frisch geschlüpften Jungbiene rum, hat er nicht gesagt. Ah, okay. Aber damit verplempert sie ja Zeit. Und sie hat offenbar Möglichkeiten und Wege gefunden, um möglichst schnell genau wieder dahin zu kommen, wo sie hin will, zur Reproduktion in die Zelle. Und das macht sie. Ob das jetzt natürlich draußen in gleichem Maße passiert, ist unklar. Allerdings, wenn man zum Beispiel Drohnen, es hieß ja mal, die Drohnen sorgen dafür, dass Varroa-Milben sich weitflächig verteilen, weil die Drohnen ja auch weit fliegen und dann in fremde Völker eindringen. Da haben wir einen Versuch angesetzt im Labor, ungefähr genauso mit Kästchen. Und da kam raus, sowohl im Labor als auch draußen in der Praxis, könnt ihr selber gucken, ihr habt häufig auf ganz frisch geschlüpften Drohnen Milben sitzen, die dann nach wenigen Stunden verschwunden sind. Die sind natürlich nicht gestorben, die sind umgestiegen auf eine Ammenbiene. Also es ist schon zu vermuten, dass Milben so pfiffig sind. Milben sind überhaupt toll. Wobei, ich habe einen Versuch gemacht, also ich habe viele Versuche gemacht. Und zwar, als es darum ging, vorhin hatte ich angesetzt, ob Drohnenbrut oder Arbeiternbrut attraktiver ist. Die Drohnenbrut attraktiver ist als die Drohnenbrut. Und da habe ich dann folgende Fangwaben konstruiert. Auf einer Wabe Drohnenbrut, Arbeiternbrut, Drohnenbrut, Arbeiternbrut, Drohnenbrut, Arbeiternbrut, Drohnenbrut, Arbeiternbrut. Die Hälfte nebeneinander. Also Drohnenbrut, verdeckungsreife Drohnenbrut, verdeckungsreife Arbeiternbrut nebeneinander. Dann in der zweiten Gruppe Drohnenbrut auf einer Wabe und Arbeiterbrut auf der anderen Wabe und die beiden Waben nebeneinander gesetzt. Und in einer dritten Gruppe die beiden Waben, Drohnenbrutwabe und die Arbeiterinwabe. Was sagst du? Ja, nicht schlecht. Die Arbeiterbrutwabe, dazwischen vier Honigwaben. So, und diese Konstruktion in stark befallenen Völker, die sonst keine Brut hatten, aber auf den Bienen waren Milben. So, und wenn jetzt die Drohnenbrut attraktiver ist, wäre als die Arbeiterbrut, dann sollte dort, wo Drohnenbrut und Arbeiterbrut auf einer Wabe oder nebeneinander angeboten werden, die Drohnenbrut sehr viel stärker befallen werden. Und es kam überall das gleiche Ergebnis raus, 8:1. 8 Drohnen befallen zu einer Arbeiterin. Die Drohnenbrut also, war 8-mal stärker befallen, also bezogen auf Zellenzahl, als die Arbeiterbrut. Okay. Also Drohnenbrut. Und jetzt die Schlussfolgerung daraus ist, dass die Drohnenbrut intensiver gefüttert wird
und deswegen mehr Milben in die Drohnenbrut gehen als in die Arbeiterbrut. Bei gleicher Anzahl von Drohnenbrut und Arbeiterbrut. Wenn viel mehr Arbeiterbrut da ist als Drohnenbrut, was ja die Regel ist in einem natürlich wachsenden, gewachsenen Volk oder wachsenden Volk, dann ist dieses Verhältnis nicht 8:1, sondern meinetwegen 1:1. Mhm. Ja? Sagen wir mal 10%, 10%, ja? Okay. Wobei dann schon viel mehr in der Drohnenbrut, und so weiter. Also das ist alles viel komplizierter, als man glaubt. Und eigentlich muss man, wenn man Untersuchungen an Bienenvölkern macht, immer die Volksentwicklung, den Volkszustand berücksichtigen. Mhm. Mhm. Und das wird im Labor auf jeden Fall vernachlässigt. Und wie viel auch in neuerer Zeit, wie viele Ergebnisse über die Varroa-Biologie immer nur im Labor gefunden werden, entdeckt werden. Ja. Und dann schließt man, dann baut man irgendwelche Szenen auf. Naja. Und das heißt, es besteht ein großer Unterschied zwischen dem, was man so im Labor bei den Bienen feststellt, wenn man jetzt nur irgendwie ein paar hundert hat im Vergleich zu dem, was man jetzt so im gewachsenen Bienenvolk. Also man darf, also ich habe nichts dagegen, im Labor zu forschen, das habe ich auch gemacht. Ne? Ja. Aber die Ergebnisse müssen dann überprüft werden, inwieweit sie im Freiland zutreffen. Ja. Und da gibt es einen gewaltigen Unterschied. In meinen Augen zählt eigentlich nur das, was man im Freiland feststellt. Und weil die meisten Bienenwissenschaftler Angst vor Bienenstichen haben, Du hast das letzte Mal bewiesen, dass du da sehr tolerant gegenüber bist, Gerhard. Was heißt tolerant? Tolerant. Du hast es mit... Tolerant ist, also toleriert habe ich es nicht. Die Alte wird noch umgebracht von mir, ne? Oha. Gerhard, ich möchte noch mal ganz kurz das noch mal genauer raus... Ich muss noch zwei... Warte noch kurz. Wir waren gerade noch bei den Bannwaben und Fangwaben und so. Das heißt, bei dem Bannwabenverfahren mache ich immer wieder die Königin sozusagen in ein neues, sperre die auf eine neue Wabe ein. Richtig. Und dann nehme ich so nach und nach diese Brut raus, weil dann mit der verdeckelten Brut die Milben gefangen werden. Varroa rausgenommen wird. Ja. Und das ist jetzt das Bannwabenverfahren. Das muss ich dann immer wieder machen. Fangwabenverfahren. Also okay, Fangwabe ist das Gleiche? Dasselbe, ja. Weil man bannt die Königin auf eine Wabe, das ist die Bannung, und fängt damit die Varroa-Milben mit diesen Bannwaben. Das ist die Fängung dann. Ne? Ja. Im Chat hatte ich es jetzt gerade so verstanden. Guck mal, wir müssen noch mal einmal gucken, hat sich der Flügling gut gebildet? Ja, hervorragend, ne? Oh ja, da ist ordentlich was los. Da würde ich dann als Alternative meine Phosphorbehandlung, ne? Von unten sprühen. Ja. Moment, jetzt warten. Stopp. Einen Witz erzählen. Warten, bis sich die Bienen zurückgezogen haben. Ja, weil die jetzt angesprüht wurden und dann laufen die in die Wabengassen. Die gehen da rein. Jetzt kannst du noch mal ein bisschen sprühen. Von jetzt unten. Runtersetzen. Die Bienen kehren in die Wabengassen ein, jetzt sitzen sie dort enger und jetzt kannst du die besetzten Wabengassen beträufeln. Okay. Und das kann man auch machen, indem man die da reinschießt, ja? Hervorragend. Ah ja, Pierre hat jetzt umgestellt auf einen Strahl und jetzt... Richtig. Aber wirkt nicht so gut, oder, Gerhard? Ja, es wirkt gut genug. Du kriegst beim Sprühen, Waben ziehen, Sprühen meinetwegen 80%, 85% Wirkung und hier bekommt man 5% weniger. Okay. Ja? Und da beim Teilen die meisten Milben im Brutvolk bleiben, die wenigsten Milben im Flugling sind, ist das nicht so tragisch, wenn da nur 75% Wirkungsgrad ist. Ja? Ja. Also viel größer ist die... oder viel wichtiger ist der Zeitpunkt. Also die Behandlung kurz, also nach Einstellen des Flugbetriebes machen, ist viel wichtiger. Das ist wichtig, sag ich mal so. Ne? Nicht mittags, ne? In der Mittagspause, wenn sie noch fliegen. Ja. So, jetzt muss ich nochmal auf die Frage aus dem Chat zurückkommen bezüglich der Fangwabe. Laura. Die Frage war, ob man den Flugling
statt der Oxalsäurebehandlung einfach mit einer Fangwabe ausstatten kann. Mit einer einzelnen ist es dann. Das ist zu viel Aufwand. Du brauchst ja die Fangwabe irgendwo. Ja. Du musst ja produzieren. Also das kann man zwar, also jetzt fällt mir jetzt ein, beim Teilen und Behandeln, dass man, bevor man teilt, die Königin auf so eine Fangwabe setzt. Ja? Ja. Das kann man machen, aber das ist zu umständlich. Und es wirkt schlechter als hier diese Behandlung im Brutfrei, der beiden Teilvölker im brutfreien Zustand. Ja. Diese, das heißt, so eine Fangwabe müsste man dann so machen, dass möglichst die ganze Wabe mit sozusagen kurz vor verdeckelungsreifer Brut ist. Und deswegen sperrt man die Königin auf eine Wabe ein, sodass sie zwei, drei Tage lang dann diese Eier ganze, legt und dann ist die Fangwabe perfekt. Ja? Ah, okay. Also nicht sofort, sondern kurz vor der Verdeckelung, ne? Sechs Tage später, ne? Oder fünf. Ja gut, dann muss man natürlich auch nochmal wieder zum Bienenvolk hinkommen und so. Und das ist. Naja, Hanna sagt, man könnte ja auch eine Fangwabe aus dem Brutling nehmen. Also eine Brutwabe aus dem Brutling mit jüngster Brut. Moment. Und jetzt ist es so, dass der Brutvolk die meisten Milben hat. Das Brutvolk die meisten Milben hat. Und welche Wabe willst du jetzt aus? Nein, das ist zu kompliziert. Also sie soll es im Versuch machen. War das eine Frau? Ja, Hanna? Ja. Ja, sie soll es einfach mal machen. Also einen Plan machen und mir mal wegen diesen Plan Völker schicken. Zehn Völker so und drei Jahre lang. Erstmal ein Volk so und ein Volk so, dann sieht es schon. Also da genügt ein Volk, um festzustellen, dass es zu viel Aufwand ist, zu wenig bringt. Also Das habe ich auch gemacht, ja. Oh, das ist alles schon im letzten Jahrtausend passiert. Ja. Na, und das Ergebnis war dann dieses Teilen und Behandeln. 2005 das erste Mal. Da ging es aber gar nicht darum, diese Methode zu entwickeln, sondern da habe ich nur die Reinvasion untersucht. Mhm. Beim Teilen und Behandeln. Also das kann man auch nutzen, um Milbeneintrag, Milbenaustrag zu untersuchen. Ja. Und da bin ich darauf gekommen, dass es wird übertrieben, die Reinvasion. Die existiert zwar, aber längst nicht im Umfang. Ich habe sogar eine Zahl produziert. Etwa 4% der Milben eines Volkes, die bei starkem Varroa-Befall zum Tod des Volkes führen, landen in anderen Völkern, während das Volk stirbt. Die Milben sterben mit ihren Bienen. Die meisten, ne? 96%. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz hier bei Pia gucken. Sie hat jetzt einen Brutling aufgemacht. Ja. Warte, ich muss dich noch einschalten, sonst hören wir dich nicht. Ich zähle weiter, ja. Okay. Damit ich fertig werde. Ja, gerne. Weil der sich ganz wahnsinnig leicht anfühlt. Ah. Da sind zwar jetzt ein Kilo Futter oder anderthalb ist drin. Und der Gerhard würde sagen, das reicht. Aber ich habe immer Angst, dass sie verhungern. Ja. Deswegen nehme ich jetzt zwei ziemlich leere Waben raus und gebe denen auch eine Futtertasche. Der Nachteil ist allerdings, wenn ihr den Brutling füttert, dann kann es sein, dass jetzt das Futter, wenn es doch ein bisschen zu viel ist, auf den dunklen Waben landet. Ja. Und dann müsst ihr es halt mit einschmelzen. Aber in der Regel füttert man jetzt ja auch nicht 10 Liter, sondern nur, dass sie über die 3-4 Wochen kommen. Das war auch eine Frage. Wie viel füttert man denn jetzt? Genau, also es sollten, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch kurz angerissen, beim Flugling für die 2 Tage haben ja 100 Gramm gereicht. Aber jetzt musst du gleich beim nächsten Mal gucken, sehe ich, ist jetzt eine Futterwabe unten noch drin? Wenn nicht, dann mache ich die Futtertasche halb voll. Das sind 3 Liter. 3 Liter sind mindestens 3 Kilo Futter, das reicht erstmal 3 Wochen. Dann sind wir ja wieder da, dann gucken wir. Und oben muss auch für jede Woche 1 Kilo sein, nicht dass die oberen verhungern. Das heißt, da würdest du jetzt sozusagen auch vorsichtshalber 4 Kilo reinpacken, wenn wir in 4 Wochen wiederkommen. Genau. Und Und da ist übrigens Flüssigfutter relativ riskant, weil die oberen, ja, haben wir letztes Mal besprochen, auch keine Königin haben. Das erhöht die Räubereigefahr. Sie haben die ganzen alten Fluglochwachen verloren. Die sind unten. Das erhöht die Räubereigefahr. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr Sorge habt, auch mit Futterteig füttern. Aber das ist für die Bienen anstrengend. Ich tue halt die Futtertasche oben rein. Wieder ein Vorteil, wenn ihr 2 Bruträume habt, dann ist es ziemlich weit weg von dem winzig kleinen Flugloch da unten. Genau, ich wollte gerade sagen, das Flugloch ist hier und die Futtertasche ist quasi diagonal gegenüber.
Ach so, das Flugloch ist hier? Ja, genau. Genau. Ja, dann passt's. Gut, ja, ja. Ich wollte gerade umdrehen. Nein. Ach so, aus deiner Perspektive sieht es natürlich komisch aus, wenn ich hier zeige, aber ja. Ich zeige auf das Flugloch. Ich dachte, du zeigst auf hier. Nee. Oder gab es Kommentare, ich soll nicht so oft meine Pfoten ins Bild halten. Nee, jetzt kannst du ab und wunderbar, zu muss ich Dinge doch, zeigen. Doch, finde ich toll, deine Pfoten im Bild. Guck mal, jetzt sehen wir nämlich gleich, was jetzt noch zu tun ist. Wir haben ja letztes Mal erzählt, ich würde gleich beim Teilen, damit ich es jetzt nicht vergesse, das Flugloch vom Flugling einengen. Mhm. Wir haben es nicht gemacht, weil es der Gerhard in der Regel nicht macht beim Teilen, sondern jetzt 2 Tage später. Jetzt darf ich es aber eben nicht vergessen. Ja. Und da jetzt können wir Hashtag Hausaufgabe auflösen hier. Laura, wer hatte denn so, hat jemand was zum Hashtag Hausaufgabe geschrieben beim letzten Mal? Ich hatte ein paar Sachen gesehen, glaube ich. Ja, es gab Antworten. Hausaufgabe. Angela hat geschrieben, auf der Seite des Fluglings führt der Duft der frisch ausgeschleuderten und geputzten Honigräume auch noch Tage später zur Räuberei. Damit dies verhindert wird, müssen bei beiden Volksteilen Flugling und Brutling die Fluglöcher stark eingeengt werden. Pia ist noch nicht überzeugt. Einer von möglichen 10 Punkten, aber das ist nicht das Hauptproblem. Tatsächlich habt ihr ja sicherheitshalber, bevor ihr den Flugling auf den ausgeschleuderten Honigwaben gebildet habt, diese Honigwaben im Wirtschaftsvolk putzen lassen. Also nicht die frischen Waben. Du hast natürlich trotzdem recht, ein bisschen duften sie trotzdem, aber das ist eigentlich nicht das große Problem. Deswegen würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Ihr habt gesehen, die Waben sind schön mit Bienen besetzt, sondern der Grund, weswegen wir den Flugling verengen. Ich verrate es nicht. Der Grund, weswegen wir das Flugloch des Fluglings verengen, ist tatsächlich ein anderer, noch ein längerfristiger. Okay, ich sage noch einen anderen Vorschlag von Rudi. Beim Flugling wird das Flugloch deshalb eingeengt, weil ich im Flugling, wie der Name schon sagt, fast 100% aus nur Flugbienen habe. Und ich somit über einen Zeitraum X keine Wächter am Eingang habe, die den Eingang bewachen und deshalb das Volk gegen Räuberei gefährdet ist. Auch nur einer von 10 Punkten. Pia ist immer noch nicht überzeugt. Da sind ja die Wächterinnen die Älteren, die auch mal öfter rausfliegen, die Flugbienen, die Agrobienen, die sind jetzt alle unten. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Okay, längerfristig. Kai David hat geschrieben, sobald die Flugbienen zugeflogen sind, hat der Flugling ausreichend alte Bienen, die den Eingang bewachen können. Jedoch wird der Flugling in den nächsten Wochen stark zusammenschrumpfen, bis in 21, 3 plus 6 plus 12, Tagen die ersten jungen Bienen schlüpfen. Daher macht es Sinn, das Flugloch einzuengen. Wer war das? Kai David. Hervorragend. Genau das ist es. Es ist ein Smiley, falls man es nicht erkennt. Es soll ein Smiley sein. Das ist Kai David. Kai David schickt mir mal ein E-Mail und darf sich dann ein Dankeschön aussuchen. Super. Gut, also halten wir fest, Auflösung von Hashtag Hausaufgabe vom letzten Mal. Der Flugling hat jetzt eine gute Fluglochwache, aber da sterben demnächst viele Bienen und dann sind viele junge Bienen da. Und damit er dann ordentlich geschützt ist, brauchen wir ein... Im Flugling wird 3 Wochen lang, mindestens 3 Wochen lang, ausschließlich gestorben. Exitus. Die Königin, selbst wenn sie jetzt schon gestiftet hat, das macht sie ja direkt jetzt, aber das dauert ja 3 Wochen, bis da wieder Verstärkung kommt. Das ist das Gleiche wie bei einem gefangenen Schwarm, der am Anfang kolossal super aussieht und dann natürlich auch sofort schön baut und brütet. Das ist ja alles okay. Aber wenn man da als Jungimker das erste Mal nach 3 Wochen wieder guckt, ist man entsetzt, wo die Bienen alle hin sind. Und genau das ist beim Flugling. Der wird in 3 Wochen richtig krepelig aussehen. Aber es ist so, dass Gerhard, warte. Darf ich? Ja, jetzt. Wenn man die Volksentwicklung von Flugling und Brutvolk verfolgt, dann ist es so, dass die Bienen im Flugling länger durchhalten. Also man kann nicht geteilte Völker, Populationsentwicklung, alle 21 Tage schätzen. Dann kann man auch ausrechnen die Lebenserwartung der Bienen im nicht geteilten Volk. Und im Flugling sind ja die älteren Bienen. Die leben dann länger, wenn die Jugend nicht nachrückt. Ja, so quasi. Tatsächlich, sie leben länger. Ja. So, ja. Also ich habe wunderbare Grafiken
wie die Bienen des Fluglings, wie lange die durchhalten. Ne? Die müssen ja mindestens so lange durchhalten, bis die erste Brut schlüpft. Ja, und das sind ihre Genossinnen ja. im nicht geteilten Volk schon längst tot. Ja. Weil die anders gefordert werden. Ne? Aber sie leben länger im Flugling. Ja. Und dann kommt auch noch hinzu, also eine Sache ist da auch interessant, Milben im Flugling, die Behandlung überleben, sind fruchtbarer als die Milben im Brutvolk. Woran das liegt, ich kann es auf jeden Fall messen. Ne? Ja. Das kriegen wir auch hier raus, wenn wir am Jahresende die Daten angucken. Deswegen ist es wichtig, Milben zu zählen. Ne? Nur dann kriegt man solche Ergebnisse. Erstens Ergebnisse raus, kann sich Gedanken machen, wie kommt das zustande, kann dann Versuche machen und. Und versteht dann insgesamt die Biologie der Varroamilbe und auch die Biologie der Honigbiene besser. Das heißt, du stellst das fest, dass die im Flugling fruchtbarer sind, weil dort sozusagen die Milbenpopulation schneller wächst als im Brutling. Ja, richtig. Oder schneller wächst. Und woran das liegt, ist wieder eine andere Frage. Ja. Ich drück's mal im Vergleich aus. Ne? Hm. Also ein Bienenvolk hat 1000 Milben. Ja. 800 Milben landen im Brutvolk, 200 Warte ganz Milben kurz, landen Gerhard, im Flugling. Es gibt irgendwas zu sehen. Gut. Ja. Hier sind Stifte, oder? Ja, da sind Stifte. Sehr brav. Da hat die Königin schon losgelegt. Sehe ich noch mehr hier? Nee, aber da waren auf jeden Fall welche. Ja. Du hast die Königin jetzt immer einfach mit eingesprüht, ja. Ne? Du hast sie nicht irgendwie... Ja. Die kriegt ein Fußbad. So, Gerhard, jetzt haben wir dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, das macht nichts, weil derjenige, der am Volk steht, hat Vorrang. Ja, weil deswegen sind wir ja da, ne? um zu zeigen, was im Volk los ist. Ja. Ja. So, aber du warst gerade dabei, Volk hat 1000 Milben. Ja, also als Beispiel. Bei der Volksteilung landen etwa 80%, also 800 Milben, ich drück's mal in Zahlen aus, ja. im Brutvolk ja. und 200 Milben im Flugling. Ja. Ne, die Völker im Brutvolk, bis sie behandelt werden, das Brutvolk behandelt wird, die Milben im Brutvolk vermehren sich noch, ja, weil ja noch Brut da ist. Mhm. Aus den 800 werden 1500, ja, mhm. so ungefähr. Jetzt nur, wenn ich Größte jetzt die Ordnung, Völker ja. behandle, habe ich einen Behandlungserfolg sagen wir, von 80%. Ja. 200 Milben im Flugling, 80%, 160 fallen runter, 40 Milben bleiben übrig. Ja. Bei dem anderen Volk, beim Brutvolk, werden behandelt 1800 Milben oder 1600 Milben. 80% fallen runter, bleiben 20% übrig, sind 300 Milben. Ja? Ja? Ungefähr, ja. Mhm. Da, wie viel waren es beim Flugling? 40. Ja. Die vermehren sich jetzt. Ja. Ja. Also 40 Milben vermehren sich im Flugling. Bis beide Volksteile brutfrei sind, ja. Ja, also im Spätherbst, Frühwinter, ja. behandelt wieder und stellt fest, dass sich die Flugbienen, die Milben, die Varroamilben in den Fluglingen stärker vermehrt haben als die Milben in den Brutvölkern. Ja. Und das kann man dann nur erklären, dass das andere Milben sind, dass die Milben im Flugling bessere Reproduktionsbedingungen vorfinden. Ja. Und das ja. mag auch an den älteren Bienen liegen. Okay. Auf älteren Bienen, wenn sich Varroamilbe, je länger sich auf einer alten Biene aufhält, desto fruchtbarer wird sie. Okay. Ja, deswegen auch die Überwinterung. Ne? Das sind sie im Frühjahr, legen die los. Gell? Mhm. Fällt zwar nicht auf, weil es wenige sind, aber man ist dann immer wieder überrascht, wie hier auch. Ja. Man ist immer wieder überrascht. Also hier bin ich überrascht, wie stark diese Völker befallen sind. Ja. Du hattest gerade noch gesagt, dass man über die Populationsschätzungen feststellen kann, dass die Bienen im Flugling länger leben, als sie gelebt hätten, wenn man das Volk nicht geteilt ja, hätte. Ja. Wie funktioniert das? Also du zählst... Wie das misst? Nee, ja. Man macht Populationsschätzungen alle 21 Tage. Ja. Ne, also am Tag X fange ich mal an.
Ja. 10.000 Milben, 10.000 Bienen, Entschuldigung, 20.000 Brutzellen. Ja. Ja, die 20.000 Brutzellen sind 21 Tage später geschlüpft. Ja. Ja, und jetzt hat das Volk noch 15.000 Bienen. Ist gewachsen von 10.000 auf 15.000, obwohl 20.000 Bienen geschlüpft sind. Ja. Ja. Das bedeutet, die 10.000 Bienen sind weg und von den 20.000 Bienen, die geschlüpft sind in diesen 21 Tagen, sind auch schon wieder 5.000 weg. Ja. Und da kann ich die durchschnittliche Lebenserwartung berechnen, ja, wenn ich das jetzt alle 21 Tage schätze. Also das geht zu machen. Ja. Und darüber kann man dann sozusagen feststellen, wenn man jetzt vergleicht ein nicht geteiltes Volk und ein geteiltes Volk. Ja. Im Flugling wird, was Pia gerade schon sagte, erstmal 3 Wochen nur gestorben. Ja. Und der... Und die Flugbienen halten einfach deswegen länger durch, so ist jetzt eine Erklärung, ob es stimmt, weil sie anfangs nicht so stark, also die haben ja schon ihre Ammendienstzeit hinter sich, ne, die Flugbienen. Ja. Ja. Und jetzt müssen sie ja noch mal ran, ne, weil ja die jüngeren Geschwister fehlen. Und ich meine fast, Pflege verlängert das Leben, heißt das. Und deswegen haben ja auch bei anderen Tierarten Frauen eine höhere Lebenserwartung als die Männer. Okay. So, fehlt da die Königin? Ja. Da musst du suchen, ja? Ja. Gut, darf ich? Gerhard ist schon ganz heiß hier. Ja. Oh, wir hören Pia gar nicht. Ich bin nicht heiß, sondern... Das machen wir heute zum Schluss. Ja? Ihr könnt dann aus der Entfernung zuschauen. Bestimmt sind die heute ganz lieb. Ja, darf ich ja jetzt ran? Ja, freilich. Dann brauche ich aber den Deckel. Welchen Deckel? Nein. Hierher. Brauchen wir auch noch eine Zarge für dich, Gerhard. Oh, guck mal. Oh. Guck mal hier. Drohnenschlag. Ah, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ja, ne? Wie so schön sitzen hier die Arbeiterin und da sind die Jungs in Ecken zusammengetrieben. Oh je. Oh je, sagt er. Hier hängt übrigens eine Wabe drin, deren Ober... Da muss ja die, ja die Brutwabe irgendwo sein, ne? Ja, die hole ich raus. Alle markiert. Die muss die vierte oder die dritte irgendwo da... Wo ist denn mein Raucher? Ja, nimm den Raucher halt. Schau mal, wie friedlich die sind, wenn die Alten weg sind, ja? Die sind hier. Waren, ja, eben, sag ich doch. War das denn schon eins von den Bösen? Das war nee, da wurde ich aber verfolgt von dem da. Ah, okay. Oh ja, ich hör schon, Pia wird schon angegriffen, Pias Puschel. Im Chat wollen ein paar Leute wissen, ob die auch noch mitmachen dürfen, wenn die jetzt schon mit TUB angefangen haben, aber keine Fotos gemacht haben. Milben wurden gezählt. Hauptsache Milben gezählt. Ja. Gut. Und dann war auch noch die Frage, warum Pia jetzt nur sprüht und nicht Phosphos-Behandlung macht, wobei du das ja, glaube ich, auch vorhin einmal gezeigt hattest, ne? Ja. Sie hat es gezeigt vorhin. Ja. Und dann war noch die Frage, warum man denn jetzt beim Träufeln 3%ige Oxalsäure nehmen darf. Aber das ist ja einfach, weil im Winter mit Zucker gemischt wird und jetzt mit Wasser gemischt wird. Ja, die Zuckermischung ist überflüssig, auch im Winter. Also es ist auf jeden Fall klar, dass die Königin nicht da unten drin war, weil es hier ganz viele Nachschaffungszellen gibt. Was sind da Nachschaffungszellen? Ganz viele. Ja, soll ja. Hier ist die Königin. Ja, stimmt ja, soll ja. Ne? Hast du? Gut. Zack. Schwupp. Oh, die Arme. Jetzt läuft sie weg. Ja, ja, zu ihren Älteren. Geh rein! Ich hätte sie eingesperrt. Ja, ich nicht. Ich werde da ist sie, zwischen den Barmgassen. Ich mache das so und es geht. Im Chat hat so jemand einen Flugling gemacht mit einer bösen Königin und die böse Königin. Hier hast du noch eine Biene. Eine direkt ersetzt durch eine liebe Königin, die zugekauft wurde im Käfig. Die Königin wurde dann aber abgestochen und dann hat sie Nachschaffungszellen gefunden.
Ja, das heißt, da war Brut drin. Da hätte keine Brut drin sein dürfen. Da ist ein Fehler gemacht worden. Weil Brutwaben im Flugling waren. Die dürften da nicht drin sein. Ja. Einmal das und wurde abgestochen. Ja, wurde sie erst abgestochen, nachdem sie Eier gelegt hatte? Nee, die war im Käfig. Also im Käfig wurde sie abgestochen. Im Käfig wurde sie abgestochen, dann war noch eine Königin drin. Sehr ungewöhnlich. Da waren zwei Königinnen drin. Trotzdem hat sie hier noch Nachstochungszellen gefunden. Ja, nee. Also dann. Also. Das ist verrückt. Die, da muss man genauer hingucken. Genau, also ich glaube, die Frage wäre einmal, wo kamen diese Nachschaffungszellen her? Weil wenn ich in einem Volk, was noch eigene Brut hat, wo ich die Königin wegnehme und dann jetzt zu dieser Jahreszeit eine Königin im Käfig zusetze, das hat eine geringe Erfolgschance, oder? Solange es noch eigene Brut gibt. Ja, es ist die Frage, wo die Brut herkommt. Ja, ja. Pia hatte ja beim letzten Mal gesagt, wenn man jetzt... Moment, ja. Solange nicht feststeht, wo die Brut herkommt, lohnt sich nicht darüber... Alles gut. Ja. Ich wollte auf eine andere grundsätzliche Sache, die Pia beim letzten Mal sagte. Was ist das? Ein Handschuh, glaube ich. Deine Bienen. Ach, meine Bienen. Meine, ich glaube, ich hätte sie abstechen sollen. Ich sag, meine Mama ganz ja. Friedlich. Ja, ja. Doch, hier, ich habe doch die Waben gezogen ohne Rauch. Oh ja, also ich musste jetzt Pia kurz stumm schalten, weil es nur noch gesummt hat hier. Jetzt ist die Frage, wie viele Könige hatte ich nicht gefunden vorgestern? Drei, ne? Drei, ja. Erste? Die dritte und dann nochmal eine. Ich weiß es nicht mehr. Da hat aber Pia schon gesucht, meine ich. Ach so, oder? Die hat gefunden. Ich habe Milch, ja. War Mildenzählen, ne? Hab nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Pia, es gab noch ein drittes Volk ohne Königin, oder? Oh, weiter rechts. Hast du alle behandelt? Ja. Und hast du. War irgendwo eine Brutwabe? Nö. Die dritte hatte ich dann noch mit WP markiert, die Weißelprobe. Aber war das vielleicht das Fuss-Voss-Volk? Ah! Weil, also, das wäre natürlich jetzt ein... Bei dem Volk, wo die Königin fehlt ja auch der Käfig. Ja. Es kann jetzt sein, dass ich einen Käfig nicht registriert habe, dass er fehlt. Aber jetzt gucken wir erstmal die zwei da noch an. Vielleicht sind das ja die zwei. Nein, oder? Es ist... Nee, die beiden sind es auf jeden Fall. Drei haben gefehlt. Ach so, hier vorne ist auch noch einer vom 25. Eben, da fehlt auch noch einer und dann habe ich vielleicht einen übersehen, aber wir machen erst fertig und dann überlegen wir. Ja. Gerhard, du siehst nicht glücklich aus darüber. Ja, ich. Ja. So, jetzt ist die Frage in den Chat. Wer hat beim letzten Mal aufgepasst und weiß noch, bei welchen drei Völkern hier... Ja, da steht's ja. Wer guckt mal schnell nach. Ui. Gerhard, was ist da los? Warum musst du die Hände über dem Kopf zusammenschlagen? Weil die Futtertasche... Da passiert überhaupt nichts. Wenn die Ecken abgebrochen sind, passiert gar nichts. Die rutscht halt nur unschön nach unten. Ah, hier ist von der Futtertasche eine Ecke abgebrochen. Genau. Ah, okay. Wenn man die Futtertaschen immer draußen im UV-Licht hat, dann sind die halt nach 5 Jahren... Jetzt spröde irgendwann. Ja. Es gab noch die Frage, ob man die Futtertasche auch schon bei Fluglingbildung, also sobald man die teilt, reinsetzen könnte. Das wäre das Schlauste, genau. Bevor die ganzen Bienen zugeflogen sind, wenn man die Zarge nach unten setzt und die Fluglingsbildung macht, nehme ich normalerweise 2 Waben schon gleich raus und tue die Futtertasche rein. Da ist wichtig, dass ihr schon in die Futtertasche ein bisschen Ausstieghilfe reintut, weil sonst liegt da eine Handvoll tote Bienen drin, die aus irgendeinem Grund nicht mehr rauskommt, obwohl kein Essen drin ist. Aber genauso mache ich es bei der Fluglingsbildung schon gleich 2 Waben raus und die Futtertasche rein, da ist es erledigt. So, schnell zumachen. Okay. Und dann gab es noch die Frage, was ihr jetzt mit der Brutwabe gemacht habt. Gerhard, was hast du mit der Brutwabe gemacht? Die ist da drin. Mit der Brutwabe, die habe ich wieder zugetan. Sie hat die Nachschaffungszellen gebrochen. Ne? Ja. Ist es wichtig, die zu brechen?
Ich habe die Brutwabe so, wie sie war, mit allen Nachschöpfungszellen da rein. Du hast ja, sie, aber du hast sie doch vorgeführt, ne? Genau, ja. Wir haben ein paar vorgeführt, aber sie hat sie nicht gezielt. Sie zerstört. Ja, es waren mindestens 25 Nachschöpfungszellen und ich habe so 6 aufgemacht. Na gut, okay. Nein, es macht keinen Sinn, die kaputt zu machen. Das passt richtig. Doch. Alles gut, alles gut. So, und wieso hast du das so schlampig hier hinterlassen? Ja, weil du denn... weil ich. Du musst es noch draufsetzen wieder. Ja, eben. Deswegen sage ich ja, du hast es schlampig hinterlassen. Der Gurt lag so drunter, dass man den von der anderen Seite nicht mehr greifen konnte. Ich wollte eigentlich nehmen, damit ich hier rankomme. Ne? Ah. Warum willst du da ran? Bring mir nicht alles durcheinander. Stell noch ein paar Fragen. Das ist wunderbar, wenn weil du ich hier die Königin suchen ja, will. Ja, nicht, das mache ich gleich. Ruhe. Honig Gizmo hat gefragt, macht es Sinn zu verdampfen statt zu sprühen, wenn es zugelassen wäre? Also die Oxalsäure. Sehr gut. Das Verdampfen wirkt nur bei feucht-kühler Witterung. Und im Sommer ist es häufig zu warm. Also jetzt gerade haben wir keine feucht-kühle Witterung. Ja. Also ich habe es untersucht. Ja. Im Sommer... Bei brutfreien Völkern wirkt Sprühen besser als Träufeln und Sprühen und Träufeln besser als Verdampfen. Sprühen und? Und auch Träufeln. Mhm. Ne, also Sprühen wirkt besser als Träufeln und am schlechtesten wirkt Verdampfen. Verdampfen. Abstand okay. Am schlechtesten. Okay. Wahnsinn. Wobei es natürlich sein kann, dass es davon abhängt, wie man verdampft. Ja? Gerade bei feuchtkühler Witterung, also das steht für mich fest, im Spätherbst, Frühwinter, feuchtkühler Witterung wirkt besser als bei warmer Witterung. Und jetzt ist die Frage, ob man durch entsprechende Manipulation am Bienenvolk, was wir alle schon gemacht haben, eine feuchte Windel reingelegt. Ne? Okay. Aber das ist alles... Ja, hat nicht noch, den, nicht, ab, noch nicht abgeschlossen. Ja. Hat nicht den also hat zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis geführt. Ja. Und da ist, also das Ergebnis ist, diese ganzen Untersuchungen, meine Vorgehensweise ist diese Phosphos. Ja? Wenn die Traube unten sitzt, das gilt auch für das Brutvolk. Wenn es nach 21 Tagen eingeengt wird auf eine Zarge, wird dann abgewartet eine Nacht, bis sich das Brutvolk beim Einengen beruhigt hat und dann am frühen Morgen oder am späten Abend des nächsten Tages, da hängt dann unten, die Brutvölker sind ja sehr viel stärker als die Fluglinge. Ja. Aber das ist fantastisch, wenn man die anhebt und wie dann der Gitterboden gefüllt ist mit Bienen. Wie viel Milliliter Oxalsäure wird ungefähr benötigt? Also etwa 100 Milliliter. Okay. Ja, also schon deutlich mehr, als man im Winter benutzt. Richtig, deutlich mehr. Mhm. Aber es sind ja auch einfach viel mehr, stärker, ne? Viel mehr Bienen drin. Ja, genau. Aber du würdest es jetzt nicht abmessen, sondern Gerhard, du musst, glaube ich, ein bisschen näher zu uns kommen, nicht, dass du gleich... Oxalsäure husten. Also du würdest es jetzt nicht abmessen, sondern ordentlich einsprühen, die Bienen. Ja, jetzt, sie sprüht jetzt ein. Das geht natürlich auch. Da kann man auch immer wieder schön beobachten, wie ruhig die Bienen sind. Ja? Mal sehen, wie ruhig die anderen, wie ruhig die anderen sein werden. Naja, die hier sind schon durchgefallen. Bei ihr. Und naja. Wer es verstehen will, wie ich ticke, der guckt sich das letzte Mal an. Wo Gerhard das erste Volk ohne Worte, würde ich sagen. Deswegen freue ich mich ja, das Volk nochmal. Ja. Deswegen habe ich ja die Königin nicht gefunden. Nein, deswegen nicht. Wie viel? 26 Stiche hast du gesagt. Hast 26 waren es, ja. Hast du die tatsächlich gezählt oder ist das die grobe Pia Schätzung? Pia hat 1, 2, 3, 4. Okay. Ich habe da noch 4 oder 5 zu Hause entdeckt. Ja. Also waren es vielleicht auch 30. Ja. Und es kann ja auch sein, dass manche Bienen gestochen haben, dann mit dem Stachel weggeflogen sind. So. Oxalsäure Eva fragt, warum auf dem Flugling ein Blechdeckel liegt, ob man den nicht weglassen kann. Also den Blechdeckel zwischen den beiden Kisten. Nee, aber wenn es regnet.
Dann wird der Holzdeckel unten nass. Ja, ja. Und der Regen, also mindestens hier an Rhein und Ruhr, fällt selten so, sondern häufig so. Ja. Ja. Weil immer Wind ist, ja. Wie ist das, wenn man den weglässt? Hat das einen Einfluss darauf, ob die Flugbienen nach unten gehen oder würden die dann, also kann das passieren, dass die dann... Die gehen immer nach unten. Die sind ja, das ist ja der Wohnungseingang. Unten ist, bleibt ja, wir haben ja auch vorgestern darauf geachtet, dass der Honigraum auf den alten Gitterboden gesetzt wird. Ja? Ja. Habe ich auch ausprobiert, neuer Gitterboden. Ja? Und dann kommt raus, dass der alte Gitterboden dafür sorgt, dass etwas mehr Flugbienen unten landen. Oder sagen wir es umgekehrt, ein neuer Gitterboden sorgt dafür, dass weniger Flugbienen nach unten gehen, dass das Brutvolk schlechter abfliegt, ja? Ja, ja. Ich hatte dann ja auch noch eine Frage gestellt, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wir könnten mal auf die aufs Hashtag. Erst suche ich die Königin. Erst suchst du die Königin, okay. Ja, ja gut, dann gedulden wir uns noch ein bisschen. Ich habe jetzt die Abbildung auch nicht dabei, ne? Ja. Als ich dann dahinter gekommen bin, also erstmal die Zahlen, ne? Dass am besten das Brutvolk abfliegt, wenn man es so hinstellt. Ja? Ja. Und um 180 Grad gedreht, fliegt es viel schlechter ab. Mhm. Mhm. Und auch wenn ich es woanders hinstelle, ne? Fliegt es schlechter ab. Mhm. Und als ich das erst die Zahlen festgestellt habe, habe ich überlegt, was passiert da? Mhm. Ne? Wie ticken die Bienen? Wie denken die? Und da bin ich dann auf eine Idee gekommen, die ich dann immer noch nicht verifiziert habe, ne? Ja. Ja. Die du noch nicht verifiziert hast. Ja, ja, könnte man dann einen Film drehen darüber, ne? Das heißt, aktuell ist es weiterhin eine Hypothese. Nee, ist es schon, Hypothese. Hat schon Hand und Fuß. Und weil das mich so überzeugt, muss es auch stimmen. So, Gerhard, ich glaube, du kannst gleich schon anfangen, die Königin zu suchen. Ja, wenn sie... Oder, Pia? Ja. So. Sie will behandeln? Hast du das schon behandelt? Nee, ne? Darf ich das Volk mal von dir wegstellen? Ja, bestimmt. Gerhard, du bist bärenstark. Ich bin immer wieder erstaunt. Ja, gestern habe ich im Chat, oder vorgestern habe ich im Chat gelesen, dass einer meint, ich hätte einen Bandscheibenvorfall. Ne? Irgendwo liest man das. Ne? Ja. Also ich habe keinen Bandscheibenvorfall. Ich bin nur alt. Also nicht mehr so beweglich wie... Vor 40 Jahren. Ja. Oder vor 10 Jahren, ja. Und trotzdem schaffe ich es immer noch, die 20 Kilo schweren Honigzagen runterzuheben und auf die Bienenflucht zu setzen, ja. Ja, ja. So, jetzt müsst ihr euch gleich kurz den Raucher teilen, wahrscheinlich. Ah, guck mal, da ist die Brutwabe. Ich mach's mal ohne Rauch, ne? Gerhard, nicht, dass wir gleich gestochen werden hier. Hier gibt es wieder Nachschaffungszellen. Soll ich die festhalten? Vorsicht, das sind die Bösen. Joa. Die sind ja weiselos. Meinst du, das bringt was? Vielleicht. Hier ist die Wabe. Oh ja, hier kommen schon die ersten Bienen angerauscht bei mir. So, ich stell dir mal die Weiselprobe hier hin, dann kannst du die gleich wieder mit einräumen. Aber auch da sehen wir wieder, die Weiselprobe wurde angenommen, sagt man angenommen, sodass die Königin auf jeden Fall da oben drin sein muss. Die Weiselprobe wurde genutzt. Genutzt. Und Pia, wurdest du schon gestochen? Ja. Ja. Sind schon durchgefallen. Könnte man bei Mini Plus auch teilen und behandeln? Das Problem haben wir tatsächlich auch. Könnte Mann oder könnte Frau? Allgemein, der oder die Imkerin.
Gerhard, hast du schon mal mit Mini Plus gearbeitet? Ja. Deswegen arbeite ich nicht mehr mit Mini Plus. Kann man nicht das Sein und Behandeln auch nutzen, um die Mini Plus Waben wieder loszuwerden? Ja. Ich habe zu wenig Erfahrung mit Mini Plus. Das ist, sind wir so Spielchen. Hier, Telefon? Die Puppenstubenimkerei, würde Pia jetzt sagen. Was? Puppenstubenimkerei. Ja, noch schlimmer. So, und? Königin schon? Nein. Die könnte eine Etage tiefer sein, ne? Ja. Wenn man jetzt Bienen... Königin! Auf der Randwabe. Warum habe ich dich gestern nicht gesehen? Gezeichnet oder? Ja, gezeichnet auch noch. Es wusste ich ja, dass sie gezeichnet ist. Ja. Ja. Und sieht die böse aus? Übrigens, ich habe ohne Raucher. Ja, ja. Ja. Die Königin. Also ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber hier ist einfach alles eingeräuchert. Also. Ja, nee, ich habe hier keinen Rauch eingesetzt. Und woran ja? Liegt es dann? An den da ist eine Biene, ne, die sagt, du warst doch, hast du nicht von vorgestern genug. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich ihr gesagt, 26 deiner Kolleginnen sind gestorben vorgestern. Ne? Willst du auch sterben oder was? Und dann kommt sie wieder und sagt, ja. Im Chat möchte jemand gerne noch ein paar... Hier ist die Königin. Hallo. Soll ich die abdrücken? Nein. Hast du noch eine andere dabei? Leider nicht. Nein, nicht abdrücken. Die konnte, die ist ja jetzt drin, ohne Käfig. Ich hätte sie reinlaufen so, wenn lassen. Ihr was passiert, ist auch nicht schade. Da weiß man nie, wenn sie die in den Handschuhen hat, ja? Was habe ich mit Handschuhen? Gerhard ist skeptisch, ob du mit Handschuhen die Königin gut und sicher transportieren kannst. Da ist noch eine Wabe übrig, ne? Ja, hier nicht. Wo kommt die denn hin? Ich habe doch da unten jetzt gefüttert, weil du deine Damen wirklich so, hungern lässt. Entschuldigung. Ja, stimmt. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Weil ich würde es ja anders machen. Ne? Ja, dann lass uns kurz wissen, wie würdest du es machen? Beim nächsten Fuss. Zählen ach so. Würde ich dann... Alles nochmal runterheben. Und bis dahin ist die Hälfte verhungert. Da war nämlich welche mit nur noch 100 Gramm, gell? Ja, ja. Sag ich dir. Gut. Pia, hast du genug geoxalsäuret? Ja, jetzt bin ich dann, fertig. Achso, da kannst du mal ja, nee, dann ist doch noch, deinen Fuß, bitte. Es ist noch ein Volk, wo die Königin drin war. Genau, hat jemand das recherchiert, bei welchem Volk kein Käfig gerade war und ich habe es nicht registriert. Pia, du könntest dich auch entsegelohren und das abnehmen. Das ist doch hübsch, oder? Das tut mir beim Zugucken weh. Echt? Kennst, ja, du, kennst sind, du das? Ich weiß nicht, für wen diese Dinger gemacht sind, dass die ja, Ohren hier vorne sind, die Kiemen wahrscheinlich. Scheinbar für Köpfe eine Nummer kleiner. Ach so. Also ich habe irgendwie vorhin im Eifer des Gefechts und Füttern anscheinend bei einem nicht registriert, dass kein Käfig drauf lag. Ja, und du weißt nicht mehr wo. Ja, lass uns noch mal den Phosphos angucken. Ich meine, da war ja, kein... Ja, weißt du noch, welcher das ist? War das die 4? Ich weiß nicht, wer hat aufgepasst hier im Chat? Hat jemand aufgepasst? Also die erste? Ich glaube nicht. Welche haben wir denn gefußfost? Guck mal, fast 500 Leute gucken zu und keiner passt auf. Was ist hier los? Also die Frage ist, welches Volk, bei welchem Volk wurde letztes Mal die Königin nicht gefunden? Also hier war ein Käfig drin. Und da weiß ich es nicht mehr. Da. Hier irgendwo, glaube ich. Oder Gerhard, kannst du dich nicht erinnern, wo du gestern keine gefunden hast? Ich habe ja, da habe ich ja draufgeschrieben WP. Ne? Einmal habe ich doch, also weiße Probe auf die Probe. Ja. Also... Ist klar, wie man es machen. Also du hast runterheben. Moment, fang mal hier an.
Nee, mach hier, ich glaube. Oder bist du sicher, dass es da? Nein, ich wollte nur gucken, ein Brutvolk auf die Wabe. Ja, ich hab's verstanden. Ich glaube, da habe ich dann angefangen aufzupassen. Deswegen gucken wir als erstes mal hier. Gut. Ja. So, und leider bin ich auch noch nicht dazu gekommen, in dem anderen Video Kapitelmarken reinzumachen. Ah, weil dafür muss ich mir das, mal ein bisschen Platz? Dafür muss ich mir das ja auch sehen? Einmal anschauen. So, wo ist es? Ja, da steht nichts. Da steht nichts. Wobei du ja zwei Waben rausgenommen hast, ne? Ja. Aber nicht die Wabe mit nicht der weißen Nicht im Zentrum, sondern am Rand. Nee. Ja, die hätte ich ja gemerkt. Ja. Genau, da wäre ja Brut drauf gewesen. Also hier war es nicht. Es ist auch immer sinnvoll, ich mache immer hinten auf die Völker zusätzlich zu einem Aufschrieb, den ich bei mir führe, diese weißen Kleber, habe ich gerade gemacht, dass ich wenigstens Tupp 25.07. sowas macht der Gerhard ja auch nicht. Und wenn ich das mache, dann schreibe ich hier zum Beispiel Königin fehlt oder sowas. Mhm. Und da habe ich übrigens festgestellt, dass ihr im Ruhrpott nicht wisst, was dieses Zeichen heißt. Oh ja, das hat man schon mal. Das heißt fehlt. Königin fehlt. Dafür wissen wir im Ruhrpott, was eine Knifte ist. Eine Knifte darf ich auch weitermachen? Nee. Jetzt hast du das Ding hier draufgesetzt. Das ist. Das setzen wir einfach rüber. Dann musst du nämlich einmal weniger bücken. Mit dem schweren Stein. Rückenschonend. Ja, und weniger bücken ist gut. Ja, nein. Genau. Mehr bücken sorgt dafür, dass der Rücken in Bewegung bleibt. Da merkt jemand nicht schon, so wie du die Treppe raufgehst. So, hier. Ich sehe nichts. Nee, ich hatte es mit. Du hast es dick hingeschrieben? Dick, ja. Hattest du nicht nur mit dem Stockmeißel das so eingeritzt? Ja, ich glaube, irgend sowas. Nein, ich habe extra von dir. Stimmt, von Laura? Ein Kuli ausgeliehen. Ein popeligen Kuli. So, wenn der nicht ist. Dann machen wir da hinten weiter. Die letzten beiden waren es, glaube ich, auf jeden Fall auch nicht. Also der eine ist ja schon länger geteilt und beim ersten war mit Sicherheit ein Käfig, das weiß ich. Und da habe ich habe relativ am Anfang auch Fuß. Und? Auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie klein du das drauf gemacht hast. Ja, ich habe schon, ich weiß schon, wie ich es aufgeschrieben habe. Gut, dann also dann ist es da vorne. Den haben wir jetzt noch nicht, ne? Wir halten fest, dass wir eigentlich schon fertig sind, gell? Sondern dass wir nur aus reiner Dösseligkeit. Philipp hat nur 0 bis 1 Milbe in 3 Tagen gehabt. Soll er auch behandeln, fragt er. Was, vor dem Teilen? Oder? Teilen will er, aber nicht behandeln. So, gut. Das hat er nicht ganz genau beschrieben. Ich glaube, dass er schon geteilt hat, das Volk vorher nur 0 bis 1 Milben hatte. Und jetzt fragt er eben, ob er trotzdem behandeln soll. Einen Versuch machen. Der Sache ein Rat. Das kann ja nicht wahr sein. Also wir haben gerade besprochen, dass im Flugling relativ wenig Milben ankommen. Und wenn da tatsächlich kaum Milben drin sind und dann im Flugling noch weniger ankommen, da sind ja nur 5-10% der Milben im Flugling, dann kann man, das passiert mir öfter aus Schludrigkeit, mal den Tag 2, 3, 4 verpassen und nicht sprühen, den Flugling. Beim Brutling nicht drauf verzichten, weil da sind die ganzen Milben. Beim Flugling bricht es ihm in der Regel nicht das Genick, wenn man da das Sprühen vergisst. Gerade wenn es so wenig Milben sind. Tja, und du hast keine Aufzeichnungen, wo wir das... Hier lag ein Käfig drauf. Ja, genau. Gut. Aha, gut, sehr schön, danke. Hier. Rudi schreibt, man könnte auch einfach im letzten Livestream nachschauen, genau. Aber keiner will. Kann doch mal einer im letzten Livestream. Kannst du wieder zumachen. Da hinten haben wir eigentlich aufgepasst, oder? Waren das wirklich 3 Königinnen, die du nicht gefunden hast? Ja. Also bestimmt guckt jetzt gerade jemand nach. Philipp schreibt nochmal, er hat seine Völker nicht geteilt, aber die hatten halt nur 0 bis 1 Milbe. Ja, gut.
Aber dann wäre meine Empfehlung trotzdem zu teilen. Also gerade ja, so ein Fall könnte man teilen. Dann teilen, genau. Dann kann da ja nichts schiefgehen während der Wochenwartezeit. Ja, einfach gucken, ob es stimmt, ne? Was so, ob da auch keine Milben drin sind. Ja, natürlich stimmt's, wenn das richtig zählt. Okay, jetzt würde ich tatsächlich gerne nochmal die Frage anders stellen. Ja. Wenn ich jetzt ein Volk habe mit 0 bis 2 Milben natürlichen Totenfall pro Tag, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die noch, bevor ich die Restentmilbung im Dezember machen kann, eine Varroa-Behandlung nötig wird? Ah, wenn du es nicht teilst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie eine Ameisensäurebehandlung Ende August, Anfang Mitte September brauchen, weil es ja doch große Wirtschaftsvölker sind, die noch viel Brut haben. Wenn man es teilt, was auf jeden Fall anzuempfehlen wäre bei dem niedrigen Milbenbefall, da sehen die Völker auf jeden Fall gut aus und die Teilvölker haben beste Voraussetzungen, sich gut zu entwickeln, selbst wenn man den Flugling nicht behandelt. Aber trotzdem kann es ja sein, dass der... Das ist Volk 3. Schreibt jemand? Von links. Aber da hatten wir doch die aber Königin gesucht. Haben wir doch gerade... Ja, haben wir doch gerade. Drei und eins also haben wir eins die Königin und drei, gefunden. Genau. Und dann ist noch eins. Noch eins, genau. Also bei so einem geringen Milbenfall würde ich teilen. Und wir können aber noch nicht prognostizieren, ob der Flugling ohne Behandlung bis Dezember durchkommt. Wenn der sich gut entwickelt, dann reichen die paar wenigen Milben, die da drin sind, um dann doch über der Grenze von einer Milbe pro Tag zu sein im November. Man kann noch nicht sagen, wo es hingeht. Ich glaube, Gerhard braucht einmal Hilfe beim Strick. Beim Strick? Hier. Oder er hat es jetzt anders überlegt. Nee, vielleicht, ich hab was. Er macht irgendwas Komisches gerade, glaube ich. Da haben wir doch die Königin gerade gesucht. Ja, ich suche gerade. Da steht Weißelprobe drauf. Also, nicht Weißelprobe, sondern BW, Brutwabe. Okay. Also, die Weißelprobe, die du beschriftet hast, hatten wir sowieso schon in der Hand, halten wir gerade fest. Richtig. Habe ich nur den Eindruck oder ist es immer Chaos, wenn wir versuchen zusammenzuarbeiten? Nee, aber jetzt auf jeden Fall. Wenn ich es alleine mache, ist es. Wir haben zumindest das Mysterium. Und um da, die, hatte ich ja dann, da hatte ich ja dann, also 1 und 3. Ja. Und da hatte ich 2, war doch in Ordnung, ne? Also ja. Da war eine Königin und bei den anderen glaube ich auch überall einen Käfig runtergenommen. Und dann habe ich hier, wenn ich hier BW hingeschrieben habe, hätte ich auch bei der dritten, es gibt kein drittes Volk, würde ich jetzt sagen. Ja, das sagen wir doch. Ungefähr da, wo ich vor einer Viertelstunde. Christoph schreibt auch, waren nur 1 und 3. Danke. Gut, danke also, Christoph. Wir halten fest, die Methode an sich, wenn sie nicht vom Herrn Dr. Liebig ausgeführt wird, ist eine wunderschöne, sondern nur von ihm entwickelt. Dann ist es eine wunderschöne, einfache Methode. Nein, ihr habt schön gesehen, Gerhard, wie man hier durchgeht. Aufschreiben wäre auch sinnvoll. Jetzt gucken wir aber noch mal was an. Guck mal, jetzt weiß ich, wieso ich auf 3 kam. Was ist heute für ein Tag? Dienstag, ne? Ja? Mittwoch. Nee. Mittwoch. Da fängt es schon an. Heute ist Mittwoch. Weil ich am Montag war Montag. Ich war gestern am Lehrbienenzentrum. Ja. Und habe dann dort, also da war irgendwas, habe dann dort einem vorgeführt, wie man Völker teilt. Und dann habe ich auch übrigens das am stärksten befallene Volk geteilt und dann ein Volk mit natürlichem Milbenfall von 0 Milben pro Tag geteilt. Ja, und dann noch ein Volk geteilt. Und dort habe ich bei einem Volk, nämlich beim stark befallenen Volk, die Königin nicht gefunden. Obwohl alle Völker sich ruhig verhalten haben dort und König gefunden, da habe ich dann Brutwabe reingehängt. Ne? Und dann habe ich gesagt, so, das ist das dritte Volk dieses Jahr schon. Ne? Ja. Und jetzt sitzt also wir halten drei fest, der Gerhard braucht jetzt bald ein Schildchen, was er um den Hals hängt, wo sein Wohnort und die Telefonnummer und der Name angegeben. Du musst also heute noch zum Lehrbienenzentrum und dort die Königin noch finden. Es gab an diesem Stand noch eine dritte Weißelprobe, hat Bayern Manflow gerade geschrieben. Und zwar in einem Volk, was nicht geteilt wurde, mit einer jungen Königin. Ah. Weiter vorne. Sehr gut. Glaub, stimmt, das war hier dein Problemvolk, Gerhard, was keine Königin hatte. 9, aber das hatte ja dann die Königin. Ja, genau. Das aber da war eine Weißelprobe drin. Vorher, da war eine Weißelprobe drin und die nicht angenommen wurde, weil die Königin ja drin ist. Und dann habe ich die Königin noch gezeigt, ne? Die habe ich ja noch gefunden. Ne? Gut. Ja. Und alles die wurde erklärt. Dann auch noch markiert, ja? Ja. Das war so eine schöne schwarze. Eine Nigra. Dieses so. Volk wurde geteilt am 23.03. Heute ist der 27. Das heißt, hier drinnen haben wir hier vor 2 Tagen behandelt. Nö.
So, dann behandle ich jetzt, wie soll man die nächste Hausaufgabe stellen? Wie lang kann man im Flugling noch behandeln? Oh, das haben wir bestimmt beim letzten Mal besprochen. Das wurde geteilt. Das habe ich im Kurs geteilt, am 23. Gerhard. Heute stimmt, ist der 27. Oh ja, hier, hier arbeiten zu viele Leute dazwischen. So, guck mal hier. Also Pia, jetzt musst du deine Frage nochmal stellen für das Hashtag Hausaufgabe. Ja, wir machen direkt wieder die nächste Hashtag Hausaufgabe. Jawohl. Wir haben diesen Flugling im Einsteigerkurs am Samstag, am 23. gebildet. So wie ihr es 2 Tage später, vorgestern, mit den anderen Völkern gesehen habt. Dann hätte ich daran denken können, vorgestern, also 2 Tage nach Bildung am 25., ihn mit Oxalsäure einzusprühen, genau wie wir es gerade hier gemacht haben mit den Völkern, die vorgestern gebildet sind. Am Tag 2 ist der richtige Zeitpunkt, um einzusprühen und zu gucken, ob die Königin ein bisschen stiftet, nicht aufregen, wenn sie noch nicht stiftet. Es läuft in der Regel, und ein bisschen Futter geben, wenn es nötig ist. Ich habe aber vorgestern wohl deswegen, weil es da hinten einen Mann gab, der den Test gemacht hat, wie viele Stiche er pro Minute erträgt, habe ich irgendwie verpennt, dass das noch eingesprüht werden muss. Und deswegen holen wir das jetzt nach und gucken gleich mal. Die Frage wäre, wenn am 23.07. das Volk geteilt ist, bis maximal wann könntet ihr überhaupt mit Oxalsäure einsprühen? Schreibt mit Hashtag Hausaufgabe hier in die Kommentare. Und das geht natürlich erst, wenn das Video, wenn der Livestream zu Ende ist. Aber alle, die das nachschauen, können es natürlich sofort hier reinschreiben. Ja, wobei, die Untersuchung habe ich auch gemacht. Die Völker also nicht sofort am Tag X plus 2 behandelt. Jetzt nicht verraten, gell? Und nicht dabei verraten. Kommt raus, selbst offene Brut mindert die Wirkung. Also man muss nicht nur darauf achten, dass keine verdeckelte Brut da ist, weil ja dann Milben in der verdeckelten Brut geschützt sind vor der Oxalsäure, sondern wenn viel offene Brut da ist, selbst Eier stören, das mindert die Wirkung. Und wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass in dem Moment, wo Brut angelegt wird, im Brutnestbereich die Temperatur halt auf 35 Grad ansteigt. Hypothese. Unbestätigte. Also es wirkt schlechter. Das unbestätigte ist, Anekdote. Nein, das ist untersucht. Ja, von wem, von wann, wie, wo? 2008. Ach. Habe ich das untersucht. Jetzt bin ich neugierig. Gerhard, erzähl uns ein bisschen, was hast du genau untersucht? Da wurde untersucht, teilen und behandeln. Ja. Und dann der Flugling und auch das Brutvolk behandelt, wenn schon offene Brut da war. Ja. Ja. Also beim Flugling ist es relativ einfach. Dann behandelt man nach Vorschrift ja am Tag X plus 2. Ja. Und dann am Tag X plus 5, X plus 7, X plus 9, kurz bevor die erste Brut verdeckelt wird. So, da kommt raus, dass offene Brut mindert die Wirkung. Da sind Larven L2. Und je mehr offene Brut, also desto schlechter Larven die Wirkung. Da ist sehr schön. Ich habe heute Morgen extra die Excel-Grafiken oder die PowerPoint-Grafik gesucht. Und da sieht man sehr schön die Wirkung beim Brutvolk und die Wirkung beim Flugling. Und Flugling dann nur 40% Wirkung, wenn zu viel offene Brut da ist. Und wie viele Völker hast du in der Form beobachtet? Das waren 3x12 Völker, die geteilt worden sind, an 3 verschiedenen Ständen. Ja. Ja. Und dann 6 in einer Art, 6 in der anderen Art? Oder wie hast du? Ja, also viele Varianten. Ja. Und dann immer mit vielen Völkern. Und dann kommt natürlich nicht immer so, es kommt eine große Steuerung raus. Mhm. Ja. Und dann habe ich auch beim Sprühen und beim Beträufeln, ich habe auch die Völker geschätzt beim Behandeln oder kurz vorm Behandeln oder beim Behandeln geschätzt. Und dann auch die Dosis pro Biene. Ne, kommt dann, ich habe es nicht, also wie viel Mikroliter pro Biene ins Volk hineingebracht wird. Also schon mit viel Aufwand. Und da kommt halt raus, dass die Dosis selbst keine Rolle spielt, ob die jetzt viel oder wenig bekommen, ja, beim Sprühen. Sondern allein das Vorhandensein von offener Brut, von Eiern, stört, mindert die Wirkung.
unabhängig von, ich kann es auch nicht ausgleichen dadurch, dass ich besonders viel reinsprühe. Und bei der theoretischen Abhandlung dieses Ergebnisses habe ich dann, bin ich auf die Idee gekommen oder auf den Gedanken gekommen, dass die Oxalsäure bei Brutnesstemperatur zu schnell antrocknet. Merkt man übrigens, wie grandios diese Völker aufgestellt sind. Wenn ihr immer zwei Völker auf eine Palette und da ein bisschen Platz dazwischen habt, dann auch wenn ihr nicht obendrauf was habt, was ihr immer hoch und runter hebt, aber generell ist es doch total schön, so von der Seite dran zu kommen. Und wenn man was zu heben hat, kann man es hier vors Flugloch stellen. Man kommt ohne irgendwelche Rückenprobleme von der Seite oder von hinten. Oder also das erleichtert ganz extrem das Arbeiten, wenn nicht die Völker wie bei vielen so nebeneinander alle hingepflastert sind, als wäre kein Platz mehr im Garten, sondern lasst immer dazwischen Platz, da tut man sich wirklich leichter. Das hat auch eine gewisse Zeit gedauert, bis... Also es ist auch so, dass Bienen nur bis zwei zählen, ne? Links, rechts, links, das rechts. Das weißt du links, doch rechts. Gar nicht. Doch, nee, weil es ja Versuche gibt von irgendwelchen... Außerdem links, rechts können sie bestimmt nicht, das sind Frauen. Entschuldigung, darf ich so was? Jetzt müssen wir noch... Wenn man die Völker eng zusammenstellt, also so habe ich ja auch früher auf 15 Völker in Reihe, dicht nebeneinander, dann waren im Durchschnitt die Randvölker immer stärker befallen, als die Völker in der Mitte dieser Reihe standen, im Durchschnitt. Ja, also bei gleicher Erfolgsentwicklung natürlich. Ja. Und ja, und das hat dann irgendwann mal dazu, nicht nur das hat dazu geführt, dass sich die Völker anfingen, etwas lockerer aufzustellen. Und dann hat man keinen Einfluss des Stellplatzes auf die Befallsentwicklung. Was sagen die Leute? Oh, warte, warte. Ja. Was sagen die Leute, die Futterzargen zu Hause haben? Extra kleine Zargen, die man oben aufsetzt, um da rein das Futter zu setzen. Im Vergleich zu diesem. Das sind 10 Futtereinrichtungen, die das fassen, was eine Futterzarge fasst und brauchen erstens deutlich weniger Geld, zweitens weniger Putzen, Reparieren, drittens weniger Lagerraum. Im Chat gab es eine Frage, ob du die sauber machst. Ab und zu. Sieht das so aus, als würde ich die ab und zu sauber machen? Moment, so rum geht's. Dann würden sie vielleicht leichter auseinandergehen. Ich habe leider keinen Mann zu Hause, der irgendwas von Putzen hält, geschweige denn irgendwie hier behinderlich ist. Hier. Sieht er nicht so aus. Die Bienen machen das ja ausreichend sauber. Und die, die richtig schmutzig sind, da das bisschen Gekrössel, was hier unten drin ist vom letzten Gemüse, was ich reingeworfen habe, das stört überhaupt nicht. Die einzigen, die richtig vollgesaut sind, sind die vom Gerhard, weil der lässt die immer nicht. Das machen wir mal Ende des Jahres. Ich mache so, dass ich die letzte Futtergabe halt so gebe, dass ich weiß, sie holen es auf jeden Fall noch ab. Und dann ist das Gemüse trocken, das Gemüse schmeiße ich wieder in die Hecke und die Futtertaschen sehen dann so aus. Wenn man allerdings, Entschuldigung, die Futtertaschen noch mit Inhalt rausnimmt und die dann daneben stellt, dann gibt es entsprechend modderigen Morast. Und wenn man die dann noch ineinander stellt und wenn man dann noch die vom Oxalsäure belaufenen Schwammtuchversuch, übrigen Schwammtücher, er hat ja auch schöne Versuche mit Schwammtuch, Futterklotz oben drauf und das Schwammtuch getränkt mit Oxalsäure, also der macht Versuche, da kommt er gar nicht drauf, ist aber spannend. Und diese Schwammtücher befinden sich dann lieblos reingeworfen in meinen Futtertaschen. So, genug gejammert. Auf jeden Fall, also ich putze sie nicht. Die sehen am Anfang natürlich sehr hübsch aus. Das Einzige, was mich wirklich ärgert, ist, ich habe sie zum Teil draußen 2 Wochen an einem Stand aufgestellt, so dass keine Rauberei entsteht, dass ein bisschen Regen reinfällt. Natürlich erst, wenn das Futter weg ist und habe versucht dann zu putzen. Das habe ich dann aufgehört, weil sie eben kaputt gehen im UV-Licht. Das gefällt ihnen also nicht. Sonnenlicht beständig. Ja, da brechen die Ohren dann ab. So, wir müssen jetzt noch die Hypothese von Gerhard vom letzten Mal. Ja, ganz kurz vorher. Ja. Im Chat gab es 2-mal die Hinweise, dass du noch die Fluglochkeile einsetzen wolltest. Genau, genau. Danke. Das ist wichtig. Und nicht Fluglochkeile, Leute. Nicht Fluglochkeile. Wir müssen eine Sendung machen, warum kein Fluglochkeil? Nein, die haben tatsächlich Schaumstoff. Ah, danke. Du willst mich ärgern, Laura. Hier, guck, sie wird wenigstens rot, wenn sie mich ärgert.
Du meinst, wenn sie sich ärgert, ist sie... Ja, habe ich weniger zu sagen, ne? Jetzt macht sie die Fluglöcher zu. Ja, ganz verkleinern, zu. Vor allem bei dem Bösen mache ich es ganz zu. Die waren noch gar nicht böse heute. Gerhard, du hattest, da habt ihr euch ja beim letzten Mal auch schon ein noch bisschen unein. Ja, stopp. Noch einen Punkt davor. Stichwort böse Völker. Kann man beim Brutling eine Königin einsetzen? Hm. Und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt? Ja, warum willst du eine Königin einsetzen? Das ist eine gute Frage. Wir beantworten mal die Frage, statt den armen Fragesteller zu verwirren. Wenn man direkt bei der Bildung, dann ist er ja weisellos. Wenn man da eine Königin einsetzt, zum Beispiel aus einem Jungvolk, wenn ihr viele Jungvölker habt, dann könnt ihr da ja eine Königin nehmen. Habt ihr doch das Problem, dass der Brutling nicht brutfrei gar wird. Nicht brutfrei wird. Der soll aber brutfrei werden, weil ihr ja da in 3 Wochen die alten Waben entsorgen wollt. Da muss die Brut geschlüpft sein und außerdem wollt ihr Oxalsäure machen. Das heißt, die Zugabe einer neuen Königin muss so terminiert sein, dass trotzdem die Brut auslaufen kann. Das heißt, ich würde auf jeden Fall nach 9 Tagen kommen. Da sind die Nachschaffungsköniginnen, die auf diesen Brutwaben entstanden sind, ja kurz vorm Schlupf. Die können am Tag 10 schlüpfen. Also kommt ihr am Tag 9 nach Bildung und brecht die Nachschaffungszellen. Dann würde ich aber tatsächlich, Gerhard kann gleich mal seinen Comment noch dazu geben, der hat da viel mehr Versuche gemacht, dann würde ich aber tatsächlich nicht die ganze Zeit ohne Nachschaffungsmöglichkeit lassen. Die sind ja hoffnungslos weisellos. Wenn wir in 9 Tagen da die Nachschaffungszellen kaputt machen, dann sind sie hoffnungslos weisellos. Und das ist immer der Startschuss, dass es dann gefährlich wird, dass Arbeiterinnen die Eierstöcke entwickeln könnten. Nicht sofort, aber irgendwann. Das heißt, ich würde nach 9 Tagen die Nachschaffungszellen brechen, eine Weißelprobe reinhängen und entweder daraus nachziehen lassen, dann sollte es einigermaßen passen. Oder ihr macht nach weiteren 9 Tagen auch die Nachschaffungszellen auf dieser Weißelprobe wieder kaputt und nehmt die raus. Dann habt ihr 9, 18, seid ihr kurz davor, dass alles brutfrei ist. Die 3 Tage können sie noch ohne Weißelprobe sein und dann macht ihr Wabenhygiene, sprüht ein und gebt die Königin zu. Man kann ja, wenn man einmal nach 9 Tagen die Nachschaffungszellen gebrochen hat, Weißelprobe einhängen, dann zum zweiten Mal wieder nach 9 Tagen die Nachschaffungszellen gebrochen hat, schon die neue Königin im Käfig drauflegen und die erst 3 Tage später, wenn man eingesprüht hat und eingeengt, loslassen, oder? Habe ich jetzt alle ausreichend verwirrt? Sollen wir es nochmal hinschreiben? Nee, ich glaube, Gerhard guckt noch skeptisch und möchte noch was ergänzen. Ja. Was würdest du machen? Ich würde es einfach laufen lassen. Und ertragen. Weil es durchaus sein kann, dass die Tochter nicht so ist wie die Mutter. Also aus deiner. Das ist meine Erfahrung. Ja. Das ist meine Erfahrung. Ja. Ja. Viel Spaß. Nee, das ist meine Erfahrung. Warum das Volk so ist, wie es ist, ja, ist ja auch. Es kommt vor. Es kommt vor. Also es ist. Es ist schon sinnvoll, wenn man gezielte Königinaufzucht macht, dass man von den Völkern nachzieht, die einem besonders viel Freude machen. Sagen wir es mal so, ne? Die man für gut hält. Aber es kann auch das Gegenteil passieren. Und genauso gilt, also nicht jede gute Königin liefert gute Töchter und nicht jede schlechte Königin liefert schlechte Töchter. Also ich bin mehr dafür, das einfach sich selbst zu überlassen. Und, also in dem Fall, ne? Ja. Und dann einfach ausprobieren, Erfahrung sammeln. Ich habe das letzte Mal ja von einem Fall erzählt. Da hatte ich ein Volk, das bei Demonstrationen, wenn ich Imker hatte, habe ich gesagt, da gehe ich jetzt nicht ran. Ja, weil das hat die 6. Dann haben sie mich immer aus der, die Note 6 heißt so stechlustig wie der da. Mhm. Und dann haben sie mich immer aus der Entfernung beobachtet, wenn ich Schwarmkontrolle gemacht habe. Die sind dann über, wenn das Volk schwärmen wollte, dann bin ich gestochen worden, ne? Kräftig gestochen worden. Und und dann habe ich die Königin umgebracht, ne? Und dachte, also irgendwann die Königin umgebracht und dachte, warten wir mal ab, bis die junge Königin begattet ist, mal sehen, mit welchen Männern sie und so weiter, spielt ja auch eine Rolle. Und dann ist die junge Königin geschlüpft und sofort war das voll ruhig.
Ja, das hast du schon beim letzten Mal schon mal erzählt. Das habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Kann man jetzt als Point sagen, es reicht, wenn in einem Volk man die Regierung austauscht. Ne? Also immer die richtige Partei wählen, ne? würde das heißen. Oha. So, Pia. Aber das war ein Einzelfall. Ja, also besser fährt eine anekdotische man, Evidenz. Ja, besser fährt man, wenn man immer von den Völkern nachzieht. Ja, und muss dann Ausnahmen, die gehören dazu. Deswegen, das passiert ja auch diesen Züchtern, die das ja professionell machen, passiert es ja auch immer. Wie oft wird mir geschrieben, dass irgendjemand schreibt, dass er seine Königin gekauft hat von irgendjemandem und die würden stechen wie die Teufel. Tja, bei dem Züchter sind sie friedlich und bei dem Käufer sind sie halt nicht mehr friedlich. Ne? Kann man auch irgendwie, also ich muss man wohl überlegen, ne? dass der Klimawechsel. Naja, oder es unterstützt halt deine These, die du gerade auch ja ausgelegt hast, dass man eben nicht so genau im Vorfeld wissen kann, ob jetzt irgendwie aus einer guten oder aus einer Königin, die brave Völker erzeugt, auch wieder eine neue Königin wird, die brave Völker erzeugt, oder ob daraus eben eine... Ja, ja, und da kommt ja auf die Männer an, ne? Und dann vielleicht kommt es auch auf die Umstände an, bei denen die Paarung stattfindet. Ja. Das ist ja alles nicht erforscht. Ne? Also in der Beziehung ist Bienenzucht ist eine Religion. Oha. Ja. So, jetzt müssen wir hier Hashtag-Hypothese vom letzten Mal noch auflösen. Ah, das war aber nicht ich zuständig. Nee, nee, da ist der Gerhard zuständig. Ja, dann machen wir. Dafür bin ich zuständig. Nee, für Hashtag-Hypothese. Ja, aber Pia, ich brauche ja nicht als Korrektiv. Was macht er denn wieder? Also, beim letzten Mal war ja die Vermutung, nee, Gerhard hat gesagt, dass die Völker, wenn man die oben drauf stellt, mit Flugloch in die gleiche Richtung, dass das dann besser funktioniert, dass der Flugling sich bildet. Ja. Und da kam so raus, dass du eine Hypothese hast, warum das so ist. Und da haben wir gesagt... Die Laura ins Bild auf. Oder? Die steht immer so abseits hier. Steht doch abseits hier selten. Oh, so, komm mal her. Dann kommen Kommentare, also, warum ich die ganze Zeit am Handy bin. Weil Laura im Chat schreibt. Ja, Laura ist was, hier die Säule im Hintergrund, die das Chaos ordnet. Ich habe wieder Besuch von einer Biene. Ne? Dann gehen wir mal weg. Die mir erzählt, hast du immer noch nicht die Nase voll. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also, alles gut. Laura, was hatten wir beim letzten Mal für Kommentare zum Thema Hashtag-Hypothese? Warum oder woran liegt es, dass der Flugling sich besser bildet, wenn der Brutling da oben drauf steht in der gleichen Fluglochrichtung? Ja, es gibt drei Antworten. Und zwar einmal von Seifenbonne. Hypothese, weil es dort besser riecht. Gerhard, wie viele von 10 Punkten? Null. Null, okay. Ja. Pia war ein bisschen diplomatischer und hat wenigstens einen Punkt gegeben. So, Julian Herbert hat geschrieben, die Bienen merken sich die Himmelsrichtung, in der sie ausgeflogen sind und wundern. Das heißt... wenn man es andersrum aufstellt, dann merken die, oh, andere Himmelsrichtung geht raus. Und, sehr gut. Ja. Das wäre deine Hypothese? Das spielt eine Rolle. Ja. Hypothese. Es spielt eine Rolle, okay. Ja. Also 5 von 10. Nee, weil, wenn du das Brutvolk nebendran stellst, ist ja die Himmelsrichtung die gleiche. Ja. Nur wenn sie dann nach Hause kommen, ein Moment, fällt der Wolkenkratzer. Im Moment, das spielt auch eine Rolle. Würde nicht näher definieren. Es sind mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Weil sie fliegen ja ab. Wenn du das Brutvolk dahin stellst, also ich drücke aus, wenn du das Brutvolk hier oben drauf stellst, dann fliegen ich drücke das mit der Zahl kann ich leicht falsch liegen, 70% der Bienen ab und kehren unten ein. Wenn du das dorthin stellst, fliegen 70% der Bienen ab und 20% kommen dort zurück, auf den neuen Platz zurück, nur 50% kehren da ein. Und wenn du es um 180 Grad drehst und sie dort wegfliegen lässt, fliegen, was habe ich gesagt, 50% der Bienen ab, 70% der Bienen ab und 50% kommen auf den neuen Platz zurück. Und nur 30% kommen zu dem alten Platz.
oder 20. Ja? Gerhard, dir geht es nur um die Größenordnung. Ne? Das sind jetzt nicht, ja, ja. Du weißt jetzt nicht auswendig die tatsächlichen darum, Zahlen. Also die Zahlen habe ich zu Hause im Computer. Mhm. Ne? Es geht nur darum, und der Fall da, den du gerade zum Schluss vorgelesen hast, wenn die Bienen abfliegen, gucken sie raus. Jetzt pass auf, und wenn sie jetzt merken, ab, macht ein Vorspiel. Vorspiel ist ja, wenn die und wenn sie merken, dass die Welt anders ausschaut als gestern. Mach mal Vorspiel. Ja, denken sie nach. Hoppla, sind wir woanders. Und ja, dann kommen sie nicht zu dem alten Platz zurück, sondern kommen zu dem neuen Platz. Ja, fliegen sich auf dem neuen. Fliegen ja, sich neu ein. So, es gab noch eine dritte Antwort. Sagt genau. Tobi hatte noch geschrieben. Ich gehe davon aus, dass die Flugbienen auch von innen aus auf den Ausgang des Fluglochs geprägt sind. Das heißt, wenn der Brutling um 180 Grad gedreht auf dem Flugling steht, weniger Flugbienen den neuen Ausgang finden und im Flugling landen, als wenn die ursprüngliche Fluglochrichtung des Volkes vor TUB beibehalten wird. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist interessant. Ich versuche es einmal zu erklären oder aha, ich wiederhole mal, was ich verstanden habe. Aha. Die Bienen, die da in der Kiste sitzen, ja, wissen, wenn die jetzt so steht, die müssen runter aha, und in die Richtung gehen, aha, weil da ist das Flugloch. Aha. Wenn du die jetzt umdrehst, wissen die Bienen vielleicht immer noch, dass sie runter und in die Richtung gehen können. Aha. Und auf einmal ist in der Richtung kein aha, Flugloch mehr. Und dann können sie erstmal 3 Tage nicht aufs Klo gehen und bis dahin... Nein, nein. Wie? Das kannst du nicht widerlegen. Die Bienen im Stockdunkeln, ja, ist das Flugloch dort, wo die Luft reinkommt. Na. Naja, aber Gerhard, du hast doch einen offenen Gitterboden, da ist doch überall ja, ist ja Luft. Beim Teilen behandelt immer die Windel drin. Also die Bienen, das ist gar nicht abwegig, das ist total spannend, weil die Bienen mit Sicherheit in ihrem Stockinneren trotz Dunkelheit genau wissen, wo rechts und links und oben und unten anhand der Erdmagnetfeldstrahlen, die da wahrnehmen können, die wissen ganz genau mit verbundenen Augen, da links ab ist die Haustür, denke ich mal, weil beim Schwänzeltanz nutzen sie diese Informationen. Das ist gar nicht abwegig, das ist dir bloß nicht eingefallen. Das Tanzen findet ja im Dunkeln statt, das ist tatsächlich der Fall. Ne? Und der Homo sapiens schaut ja im Hellen zu, ne? Und dann versucht er das zu... Ja. Nee, das ist nicht abwegig. Nein, aber es ist meines Erachtens bei meinen Untersuchungen, das hat mir als Erklärung ausgereicht, wenn sie zum Flugloch kommen, schaut die Welt anders aus, wenn das Volk da hinten steht oder um 180 Grad gedreht ist. Also so, und jetzt, Moment, und jetzt kann man es auch, deswegen die Bilder, die ich dann gemacht habe, teilen und geteilt, am Abend um 20 Uhr, kurz vorm Dunkelwerden, kein Flug mehr. Am nächsten Morgen war ich da und habe geguckt, als der Flugbetrieb angefangen hat. Dann haben die Bienen des Brutvolkes, wenn sie dort standen und nicht da drauf, die haben vorgelagert. Wo sind wir hier? Sah ich den Bienen an. 5000 Bienen lagern vor, während sie bei den Brutvölkern, die hier oben draußen, raus und unten rein. Das ist jetzt wieder anekdotisch. Nein, das ist nicht Anekdote, da habe ich stundenlang zugeschaut und Filme gedreht. Was heißt denn vorlagern? Ihr müsst kurz erklären, was vorlagern heißt. Vorlagern heißt, wenn die Bienen rauskommen und dann hier eine Bienentraube hängt. Okay. Die anderen fliegen und die hängen, weil sie nicht wissen, wo sie sind. Also nicht hier, sondern wenn sie dort stehen, ja? Also du meinst, das ist noch was anderes als dieses Einfliegen dieser Pendelflug. Ja, richtig. Okay. Also vorlagern heißt einfach, da sitzt ein Haufen Bienen, wie bei warmem Wetter, auch nachts, direkt vorm Loch rum. Mhm. Du siehst sie ja normalerweise nicht vorm Loch rum sitzen, aber da sitzen, das nennt sich Vorlagern. Ich schick dir ein Foto. Ja, aber das beweist ja nichts. Nein, Moment, nur als Anregung. Ich habe ja dann mich längere Zeit damit beschäftigt, ne? Und ganz blöd war ich nicht als junger. Nein, aber du musst aufpassen mit der Differenzierung zwischen, wie hast du so schön formuliert, anekdotische Evidenz und... Naja, nein, also diese anekdotische Evidenz kommt ja irgendwie daher, man erzählt eine Anekdote und beweist damit etwas. Die Evidenz ist ja der Beweis und das passiert ja in der Politik zum Beispiel auch ganz häufig. Mhm. Viele Politiker argumentieren ja häufig mit einer Anekdote, also mit einem einmalig passierten Erlebnis, um bestimmte Sachen zu begründen. Mhm.
Und nur weil ich einmalig etwas erlebe, würde ich jetzt zumindest sagen, oder mir persönlich reicht es nicht, wenn ich nur, weil ich einmalig etwas erlebt habe, daraus eine Regel herzuleiten. Und also Gerhard, bei mir passt das Bild zusammen mit dem Ergebnis, wie viele Bienen fliegen da ab und wie fliegen Bienen da ab. So, trotzdem ist es so lange meiner Meinung nach, Entschuldigung Gerhard, eine Hypothese, bis ich einen Versuch aufgebaut habe, der es ermöglicht, diese Hypothese zu... Bin ich zu wenig Verhaltensforscher. Okay. Ja, wir halten fest, du hast recht, wahrscheinlich. So, aber jetzt möchte ich nochmal ganz... Ich habe ja nur gesagt, hier... Pia hat gerade gesagt, du hast recht. Da muss noch mehr passieren, da ist noch mehr Verhaltensforschung zu machen. So einfach, wie es in den Büchern steht, ist die Welt nicht. Also gut, darauf können wir uns einigen. Wir pingeln da immer so rum, wenn der Gerhard so schöne Geschichtchen erzählt. Geschichtchen erzählen ist ja wunderbar. Und das Interessante ist ja, ich betone das ja auch immer wieder, dass der Gerhard durch seine wahnsinnige Datenerfasserei, dieses Milbengezähle, dieses Bienengezähle, das macht kein Mensch, also wir sind ja in der Bienenwissenschaft unterwegs, kein Mensch hat in seinem Leben so viel Milben und Bienen und Brutzellen gezählt wie der Gerhard. Deswegen, wenn er irgend so ein Hirngespinst, würde ich jetzt mal ganz frech sagen, hat, dann denkt er sich ja im Laufe der Zeit auch was aus und dann prüft er das. Aber zwischendrin, man kann halt nicht alles prüfen. Und so Dinge wie, in welche Richtung ist die Haustür, ist tatsächlich jetzt für mich eine neue Idee. Finde ich auch spannend, weil wir wissen, dass die Bienen das wohl können, genau zu wissen, wo ist die Haustür. Das war jetzt und die dritte Hypothese, die dritte, dass die Bienen sagen, okay, runter. Genau. Und die zweite war ja auch okay, war auch gut. Himmelsrichtung. Die dritte Hypothese, die erste hätte einen Trostpunkt gekriegt, gell, Gerhard? Man muss immer aufpassen, was ad acta sofort zu legen oder was sofort für die Wahrheit zu halten. Man kann eine Hypothese aufstellen, dann ist es aber sehr schwierig, meistens das wirklich mit Evidenz zu belegen, weil es halt einen Haufen Arbeit macht. Und manche Dinge kann man gar nicht richtig prüfen. Hat der Gerhard vorhin schon gesagt, im Labor kann man viele Dinge ganz einfach machen, weil das System runtergebrochen ist. Da hat man eben nur 20 Bienen und 5 Milben. Das ist viel leichter zu beobachten als so ein großes Volk. Deswegen muss man ganz vorsichtig sein, wenn man so einfache Beobachtungen sofort in die Realität überträgt und glaubt, dass es wahr ist. Ich glaube, das finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung. Vielen Dank, Pia. Danke euch, dass ihr das so mitmacht. Und danke, Gerhard, dass er immer so... So. Ach ja. Gibt es noch mehr Fragen? Ja, oder Kritik, machen wir jetzt? Kritik ist der Motor des Fortschritts, ja? Ja. Das hat er mir reingeschrieben, wo er bei mir immer hinten, wenn ich die ersten Studentenvorträge gehalten habe, und er saß im Hintergrund und hat so grantig geguckt. Und dann hat er sein erstes Buch rausgebracht, einfach Imkern, ganz grandios. Da ist er 2 Wochen auf Wolke 7 geschwebt. Das hättet ihr erleben müssen, das war echt toll. Und dann schreibt er mir in das Buch, was er mir schenkt, was hat er? Irgendwas ganz, ich glaube, Kritik ist der Motor. Nee, er hat reingeschrieben, zum Fortschritt zu kommen, muss man sich nicht, darf nicht nur die Wahrheit predigen, man muss sich auch mit der Lüge auseinandersetzen. Und das hat mir Anschub gegeben, tatsächlich auch kritisch zu prüfen, was andere Leute sagen und das dann auch zu äußern, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist und jetzt muss er selber drunter leiden. Du hast es verursacht. Wie war das? Wahrheit bringen. Um der Wahrheit zum Siege zu verhelfen, muss man sich auch mit der Lüge auseinandersetzen. Um der Wahrheit zum Siege zu verhelfen, genügt es nicht, allein die Wahrheit zu predigen, man muss sich auch mit der Lüge auseinandersetzen. Ja, so. Und der Satz stammt nicht von mir, sondern von meinem Namensvetter, Justus von Liebig. Mhm. Ja, gibt es Liebigs Annalen. Ja. Mhm. Sollen wir noch Milben gucken oder machen wir Feierabend? Nicht Milben, Läuse. Ja, da waren so ein paar halblebige, warte, die kann ich mal. Halblebige der Leute? Wir können ja darüber gehen. Hast du Brille dabei? Ich habe meine Brille dabei, ja. Sie braucht ja noch eine halbe Stunde, um das Sachen wieder einzuräumen. Ne? Und da willst du die Räuberei auslösen? Oder was hat Nein, das wird doch auch gleich wieder eingeräumt. Ja. Nehmen nicht mehr viele Bienen. Hier habe ich, es ging ja darum, letztes Mal, dass ihr darauf achten sollt, Leg mal auf den Deckel, vielleicht, dann können wir zusammen drauf gucken. Die Ahorn-Zierlaus. Ja.
eine von dass Flugling und Brutling nicht verhungern. Und da haben wir, glaube ich, auch diskutiert, ob denn jetzt noch viel Tracht reinkommt. Und da habe ich gerade hier in der Nähe die Ahornblätter abgerissen. Da sind irgendwelche Läuse drunter. Aber ich glaube, die meisten sind nur noch die Hüllen, die Exuvien. Ja, und was sind das für Schwarze hier? Da sind so Schwarze dazwischen. Peter? Hier, guck mal, was ist mit denen? Diese da? Moment. Sind die parasitiert? Ja, ich kann es nicht. Hier, guck, das sind nur noch die Hüllen von denen. Also die kacken nichts mehr, glaube ich. Also die sind tot oder ist das Häutung? Die häuten sich ja, die schlüpfen ja irgendwann. Okay. Oder sind die tot, die Geflügelten? Sterben die einfach oder häuten die sich nochmal? Dann muss ich doch die Lupe aufsetzen. Weil ich bin größere... Du bist der Oberlausologe. Ja. Honigtauerzeuger gewohnt. Du bist größere Läuse gewöhnt. Laura, könntest du einmal die Lupe aus der Kameratasche holen? Mhm. Aha. Da sind Schwarze, gell? Das sind Schwarze, ja. Mach sie nicht kaputt. Der Martin muss sie erst sind noch tot. Zeigen. Die sind genug. Die sind tot. Die sind alle... Die anderen sind auch nicht mehr so toll. Ja, ja. Aber die sehen normal gestorben aus. Und diese Schwarzen? Die sehen alle tot aus. Alle tot. Da bewegt sich keine mehr. Insektensterben. Oder die haben... Die ist in so einem ganz weichen Beutelchen. Ganz in der Mitte unten wahrscheinlich. Die bewegen sich alle nicht. Also normalerweise so eine Laus bewegt mindestens die Beine, sie sind alle tot. Ja. Da ist eine Ahornzierlaus, Insekten. Krankheit. Eine Krankheit. Oder ist einfach. Oder wie sterben Zeit rum die normalerweise? So. Also die sterben doch nicht so unterm Blatt, oder? Ja, die sind oder? Geflügelt. Das sind Geflügelte, die sich nicht mehr bewegen. Ich sage das erstmal so. Ne? Die fliegen eigentlich, erzähl mal, wohin und machen was? Ja, die kopulieren, die paaren und dann legen die Weibchen legen Eier und dann sitzen sie nicht so unter dem Blatt rum, oder? Also das hier sieht ziemlich lausig aus, ja. Oder? Das hier, ja, und tot. Und tot. So, und die anderen sind... Ja, genauso, die sehen auch tot aus. Aber die haben Flügel. Ja, aber sie sind trotzdem bewegungsunfähig. Oh, schön. Die sehen ziemlich vertrocknet aus. Ja, gell, die sehen vertrocknet aus. Hm? Wo ist der Baum? Die sind da am Wegesrand, die Büsche überall im Schatten. Ich gehe dann schon mal. Aha, er geht jetzt mal Läuse gucken. Nein, ich gehe nicht Läuse gucken. So, sollen wir mal Feierabend machen? Ja. Ja? Oder gibt es noch irgendwelche ganz dringenden Fragen, die wir noch klären Was müssen? Denn? Es gibt noch sehr viele Fragen. Oha. Aber die würde ich jetzt heute nicht alle klären. Tut mir leid. Aber vielleicht noch eine, und zwar von Fex. Was empfiehlt ihr alles zu dokumentieren bei den Völkern? Generell oder jetzt beim Teilen? Also während der Schwarmzeit werden ja die Völker im Abstand von 7 Tagen kontrolliert, ob sie schwärmen wollen. Und da schreibe ich immer auf, wenn die Völker in 3 Tagen sitzen oder in 4 Tagen sitzen, muss ja Kippkontrolle machen, der Honigraum muss runter, Kippkontrolle, und dann schreibe ich mal auf, wie viele Wabengassen gesetzt sind. Ja, meistens heißt es dann, also bei diesen Völkern hier, 9, 9, 9. Ne? Und wenn ich den Honigraum runterhebe, schätze ich, wie viele volle Honigwaben drin sind. Also voll äquivalent. Ne? Ja? Man sieht es auch, also ein bisschen Erfahrung, wenn man den Honigraum ankippt, kann man sehen, wie voll die einzelnen Honigwaben sind. Mhm. Das sieht man einfach beim Kippen. Und das wird dann aufgeschrieben. Also meinetwegen 9, 9, 9 und 5 volle Honigwaben. Ja, und 7 Tage später sind es dann 7 volle Honigwaben. Mhm. Und 7 Tage später sind es dann 10 plus, weil der zweite Honigraum drauf ist. Und zum Beispiel, also das schreibe ich alles auf. Und es wird hier auch interessant. Ich habe ja mit den Populationsschätzungen hier erst angefangen, die zweite Populationsschätzung gemacht, ja, weil ich wegen der Varroa, als ich Gemülldiagnose gemacht habe und habe gesehen, hoppla, viele Milben, das will ich genauer angucken, was hier los ist. Und dann kann ich dann später vergleichen, Honigernte wurde auch erfasst, wie viel Honig die einzelnen Völker gebracht haben. Frühjahrshonig, Sommerhonig, Frühjahrstracht, Sommertracht. Und es wird dann auch dann verglichen, das Ernteergebnis
der Honigertrag mit der Varroa-Zahl. So Sachen. Und da ich das ja nicht nur hier mache, sondern noch an 3-4 anderen Ständen im Ruhrgebiet, kommt da bitte was zusammen. Und dann kann man das wieder vergleichen mit den Ergebnissen der Vorjahre und gucken, ob sich irgendwas entwickelt. Ja? Also während so, der Pia, warte, ja, Pia hat was aufgeschrieben. Während der Schwarmzeit habe ich jetzt nicht gehört, was er gesagt hat, aber sicher hat er gesagt, er macht ja einmal in der Woche die Kippkontrolle und schreibt auf, sind sie in Schwarmlust. Mhm. Ja. Dann guckt man generell, ist Brut vorhanden, man muss nicht jedes Mal Waben ziehen, es reicht ja verdeckelte Brut. Irgendwann, wenn man sie kaputt gemacht hat, würde die ja auch weg sein. Das gibt einem dann so eine Rückmeldung, ist die Königin noch da? Nicht die Königin dauernd suchen. Und wenn man die Waben in der Hand hat, weil man sowieso eine schröpft für einen Ableger oder Drohnenrahmen oder sowas, dann guckt man, ob Stifte da sind und die sagen einem, die letzten 3 Tage war die Königin da. Dann hat er gerade erzählt, Honigraum, wie voll sind die? Daran kann man dann zu Hause auch gucken, ob man neuen einpacken muss beim nächsten Besuch, um zu erweitern. Also, und Drohnenrahmen soll das hier vorne sein. Da schreibe ich auch immer auf. Meistens male ich mir den so aufs Protokollblatt und mache so. Und dann weiß ich, okay, beim nächsten Mal ist er voll ausgebaut und verdeckelt. Und jetzt August bis Oktober würde man genauso immer aufschreiben, habe ich Brut gesehen? Wenn ich eine Wabe in der Hand habe, dann schreibe ich auf, habe ich Stifte gesehen? Das zeigt mir, ob Madame da ist. Dann schreibe ich auf, ob ich Gemülldiagnose gerade gemacht habe. Das machen wir ja öfter, nicht nur einmal. Und dann zähle ich das aus und kann jeweils ausrechnen. Also der natürliche Milbenfall, das soll ein Fall sein. Und ob und wann und welche Behandlung man gemacht hat. Und ich schreibe mir immer noch auf, wie viel Futter ist drin. Und da zieht ihr natürlich nicht irgendwie dauernd Waben, sondern man geht einfach hinten hin bei jedem Volk, wenn man es besucht, und hebt mal kurz hinten an. Und dann weiß man, es reicht locker die nächsten 2 Wochen oder eben nicht. Ja. Jetzt zu dieser Jahreszeit, Mitte Juli bis Ende Oktober, sind wir ja durchaus nicht mehr so häufig an den Bienenständen. Nicht mehr jede Woche, muss auch gar nicht, die brauchen einen gar nicht. Sondern eben nur dann, wenn aufgrund der Varroa-Behandlung oder zum Milbenzählen nach 3 Tagen die Gemülldiagnose oder sowas da was nötig ist. Und dazwischen sind wir dann auch mal 3 Wochen gar nicht da. Ja. Dann schreibe ich natürlich noch auf, wenn ich gerade, wenn man Kippkontrolle, Schwarmkontrolle macht, immer das Verhalten der Bienen. Also die Noten 1 bis 6 ne, werden da vergeben. Aha. So. Und dann gibt es keine Konsequenz. Und dann vielleicht noch, um das so der Vollständigkeit halber, wenn wir jetzt nochmal hier auf den Feldversuch blicken, was wäre da wichtig, jeweils bei den einzelnen Schritten, also Tag 0, Tag 2, Tag 21 bis 28, da einfach... Also vorher den Milbenfall, bevor Tag 0 sozusagen. Sag mal, kann man eigentlich dieses schön von dir entworfene Datenblatt mal angucken, ohne es abzuschicken? Dann sehen Sie ja, was wir... Ja. Also das kann man sich angucken, ohne es abzuschicken. Ah, okay. Aber zu den einzelnen Schritten einfach mal Fotos machen von Erfolgsstärke. Genau, also dann wir sieht man bräuchten, wenn es geht, von jeder Zage oben und ein Foto und einmal Foto vom Gitterboden und Windel, damit man beurteilen können. Vielleicht einmal am Anfang. Und dann den natürlichen Milbenfall pro Tag für 3 oder 4 Tage oder sowas erfasst. Ja. Das wär's. Und dann teilen. Und dann denken wir uns noch ein paar Fragen aus, wie, was ich am Anfang gesagt habe, das wird noch ergänzt. Müssen wir noch notieren. Fragebogen, genau. Ja. Wie leicht ist die Königin zu finden oder sowas. Weil einfach mit einer größeren Gruppe haben wir das so noch nicht gemacht. Wir haben das mit Projektimkern schon gemacht, die aber in der Regel, wenn die sich für ein langjähriges Projekt zur Mitarbeit melden, ja sowieso so Verrückte sind, die ganz viele Sachen aufschreiben. Und da wäre jetzt die Frage so... Der normale Mensch als Imker, der jetzt nicht so viel Zeit dazu bringt, wie kommt der klar mit dieser Methode und wo sind vielleicht noch Haken, die wir noch ausmerzen können? Ja, gut. Ich blicke. Gibt es eine Excel-Vorlage für die Dokumentation oder überhaupt eine Vorlage? Also für die Populationsschätzung habe ich eine Excel. Wer die Volksstärke anhand einer Liebefelder Schätzmethode erfassen will, da gucke ich mal, da habe ich eine Excel-Datei, die man da reintippen kann. Ja, genau, aber eine schöne zum Eintragen auch. Ja, in der Dropbox ist auf jeden Fall eine. Ja, genau. Die stellen wir noch in den richtigen Ordner. Feldversuch im Ordner Aktuelles auf www.piaomeyer.de.
Für das andere haben wir bis jetzt nichts entworfen, weil ja da Martin ein so schönes Google-Formular gemacht hat. Wo ich habe das nur mal eben schnell zusammengeklickt, als wir am Montag... Er sagt so eben schnell zusammengeklickt, das sieht aber gut aus. Und da tragt ihr so Schritt für Schritt das ein und geht zur nächsten Frage. Und da braucht man dann kein Excel-Blatt. Das Problem ist immer, wenn wir ein Excel-Blatt rausgeben, dann müsst ihr ja, selbst wenn wir die Zellen bunt machen, trage in diese gelbe Zelle das und das ein und in die rote das und das. Dann gibt es immer wieder Leute, die da irgendeinen Unfug machen. Und es ist besser, tatsächlich so ein schönes Formular, wo man dann eine Frage hat und dann tippt man ein und dann geht zur nächsten Frage. Das ist dann einfacher auszuwerten tatsächlich. Genau, weil das bei uns dann schon in der entsprechenden Form ankommt. Richtigen Form ist, genau. Ja, gut. Okay, eine allerletzte Frage von Anne Fischer. Pia, du meintest mal, dass man mit TUB auch späte Trachten schleudern kann. Ja, das hat der Gerhard regelmäßig geprüft. Und zwar war der ja lange in Baden-Württemberg, wo es regelmäßig Waldtracht, Tannentracht und sowas gab. Und bei Tannentracht und auch die Imker, die in die Heide gehen, haben häufig das Problem, dass diese Spättrachten in das Brutnest eingelagert werden, oberhalb der Brutwaben direkt, also nicht in den Honigraum, sondern im Brutbereich, weil ja die Völker zu diesem Zeitpunkt im Juli, August schon ihr Brutnest reduzieren und dann haben sie Platz im Brutraum. Und wieso sollen sie dann den Honig in den Honigraum packen? Die packen den dann in den Brutraum und das kann man dann nicht schleudern. Das hast doch du gemacht, Waldhonig geschleudert, ja. Beim Teilen und Behandeln, oder? Ja, meistens sind die Völker nach einer späten Nutzung einer späten Tannentracht nicht überwindungsfähig. Das ist aber jetzt man eine holt, andere Frage. Man holt die Tracht dann aus dem Brutvolk raus. Ja, das ist das Problem. Und dann muss man halt die Völker vereinigen. Ja, das war aber jetzt eine andere Frage. Die erste Frage war tatsächlich, wie schleudere ich da Spättracht aus dem Brutraum? Stellt euch vor, ihr habt einen total verhonigten Brutraum, ist ja auch mal vielleicht. Wenn ihr Teilen und Behandeln macht, kommt ihr an den Honig nach 3 Wochen dran, weil ja keine Brut mehr auf den Waben ist. Das Unschöne ist, wenn man Spättrachten, Heide, Tanne oder auch einen verhonigten Brutraum schleudern möchte, habt ihr halt die alten Waben, auf denen der Honig drauf ist. Die kann man nicht mit Heißluft entdeckeln. Ich finde sie auch nicht so schön, aber theoretisch ist das eben eine gute Möglichkeit, wenn ihr richtig viel Tracht im Honigraum, im Brutraum habt. Da kommt ihr ja sonst nicht dran, weil immer Brut drunter ist. Teilen und behandeln, da könntet ihr dann gucken. Ihr wisst, ihr habt hier noch nicht gefüttert, das ist alles Honig. Ihr seid ein Imker, der jedes Gramm Honig auch gerne verkaufen möchte, dann könntet ihr hier, wenn es sich lohnt, bei vielen Völkern auch nochmal schleudern. Ist ja nicht verboten, dass man aus bebrüteten Waben schleudert, auch wenn ich mich dabei nicht wohlfühle. Ist ja auch nichts Giftiges im Prinzip. Ja. Gut? Gut. Feierabend? Jo. Feierabend. Guck mal, wir machen hier noch den Rundumblick. Ups. Danke, Laura, wenn du da immer so mit den ganzen Fragen managst. Ja, mir tut das immer leid, wenn ich nicht alle Fragen stellen kann. Aber so war es ja eigentlich auch nicht gedacht, dass wir hier eine Einsteigerausbildung oder genau, sowas machen. Genau, wir machen live von Pias Bienenstand. Und krusteln so ein bisschen rum und weisen darauf hin, dass es ja ein gutes Buch gibt und dass es Kurse gibt und das meiste kostenfrei. Und hier unten www.ebelieb.de, die Seite von Gerhard, www.pia.de von Pia. Wenn euch der ganze Spaß hier gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Dann mag uns auch der YouTube-Algorithmus und zeigt das hier noch mehr Leuten an. Und dann, nein, also wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Hier abonnieren nicht vergessen. Dann gibt es eine Benachrichtigung, wenn es das nächste Mal losgeht. Und dann machen wir jetzt Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön, Martin. Danke, Laura. Tschüss, Gerhard. Danke, Gerhard.